Ich muss sagen. Ja, gleich. Я хотел бы прежде всего поблагодарить организаторов нашей встречи. Als erstes möchte ich die Organisatoren danken. За большую честь. Für die große Ehre hier aufzutreten. Выступить здесь. Hier mit euch dabei zu sein. Теперь хочу сказать, что наш генетический аппарат. Ich möchte Ihnen erzählen, dass unser genetischer Apparat. Это величайшее вселенское достижение. Ist eine sehr große Errungenschaft des Universums. И глубина его мудрости неисчерпаема. Und die Tiefe der Weisheit dieses genetischen Apparats oder unseren genetischen Apparates ist unerschöpflich. И иллюзии наших генетиков. Die Illusionen unserer Genetiker. Я их должен огорчить, и они сами должны огорчиться. Ich muss sie enttäuschen und sie dürfen sich enttäuschen. Мы знаем еще очень-очень мало о функции генетического аппарата. Dass wir immer noch sehr wenig über die Funktion des genetischen Apparats Bescheid wissen. Большинство людей воспринимает генетический аппарат. Die Mehrheit der Leute versteht unseren Genapparat. Как некое устройство для того, чтобы наши дети походили на папу и на маму. Als ja ein bestimmtes System, damit unsere Kinder unseren Vätern und Müttern ähnlich sind. Also unser Bauplan quasi für uns. Das sind aber noch nicht, bei weitem nicht alle Funktionen, die unser Genapparat darstellt. Это будет слишком сложно передавать постоянно. Регуляторные функции генетического аппарата подразделяются на два. Фактически малоизученных компонента. Два информационных потока стратегических. Die Regulationsfunktionen unseres Genapparates teilen sich in zwei große Funktionen bzw. in zwei große Äste auf. Первый информационный поток, который является относительно более изученным, это поток вещественной информации. Also es sind zwei Informationsflüsse oder Ströme. Der erste Informationsfluss oder Strom ist der Strom der materiellen Information. Второй поток – это огромный поток практически неизученной квантовой информации. Der zweite Informationsstrom ist der praktisch unerforschte Strom von Quanteninformation. Вот это генетики до сих пор опасаются почему-то, хотя на самом деле чисто внешне это просто. Und die Genetiker scheuen immer noch diesen Bereich zu erforschen, obwohl es tatsächlich nicht allzu schwierig ist, da reinzugehen und hier Forschungsarbeit zu betreiben. Вот простой вопрос: вы как меня воспринимаете сейчас? Вы меня воспринимаете зрительно, так ведь? Ну и через звук. Also eine ganz einfache Frage: wie nimmt ihr mich gerade auf? Also zu einem visuell, zum anderen über den Ton, also über Laute, akustisch. Genau. Что значит меня воспринимает зрительно и акустически? Это означает, что вы меня воспринимаете как через фотоны. Которые отражены от меня, они попадают вам в глаза. Was bedeutet es, dass ihr mich akustisch und visuell wahrnimmt? Also zum einen passiert es über Photonen, die mein Körper abstrahlt und ihr diese Photonen aufnimmt. То есть для вас я являюсь квантовым эквивалентом самого себя, так? Also für euch bin ich ein quantummäßiges Äquivalent oder ja, Gleichnis von euch selbst. И второй волновой поток – это звук. Я говорю, возникают некие ментальные конструкции, которые вы воспринимаете. Это тоже я. Und die zweite Informationsebene, der zweite Informationsfluss ist, sind die akustischen Signale, die akustischen Wellen, die ich aussende, ihr nehmt sie auf und ja, euer Gehirn, der Kopf baut es wieder zusammen, zu einem Abbild eben von mir selbst. Принимаете простые соображения, очень легко понять работу хромосом. Wenn sie diese einfachen Verständnisse euch vor Augen führt und diese versteht, könnt ihr auch sehr gut die Arbeit der Chromosomen dann tatsächlich verstehen. Also das ist die äußere Arbeit der Chromosomen.
То есть хромосомы имеют некий квантовый дуализм. Die Chromosomen verfügen über einen bestimmten Quantendualismus. Так же, как физики открыли элементарные частицы, электроны, фотоны, позитроны и так далее, являются одновременно и веществом, и физическим полем. So wie die Physiker die kleinsten Elemente und Teilchen entdeckt und erforscht haben, also die Atome, Elektronen, Quanten und andere ja, kleinsten Teilchen der Materie, diese Teilchen verfügen gleichzeitig über Eigenschaften von Materie und die Eigenschaften eines ja, elektromagnetischen Feldes. Also haben gleichzeitig energetische und materielle Eigenschaften. То же самое относится и к генам, который является одним из, собственно говоря, главным, одним из главных векторов работы генетического аппарата. Das gleiche kann man auch über die Gene sagen. Die Gene verfügen auch über diese zwei unterschiedlichen Eigenschaften in ihrer Wirkung, also in der Wirkung und Funktion des genetischen Apparats. Они, гены, наши гены, и вещество, и поле одновременно. Unsere Gene sind gleichzeitig Materie, also stofflich, gleichzeitig aber auch also ein elektromagnetisches Feld. Молекулы ДНК – это вещество, этим никто не удивишь, это все знают. Die Moleküle der DNS sind ein Stoff, bzw. Materie, damit kann man keinen überraschen. Но вместе с тем, когда ДНК прочитывается самой себя, то это уже поле. Andererseits, wenn die DNS sich selbst liest oder Informationen abgelesen werden von der DNS, dann kann man bereits über Informationen sprechen. Это физическое электромагнитное фотонное поле, которое излучает хромосомы и ДНК. Das ist ein elektromagnetisches Feld, das die Chromosomen ablesen und die DNS auch ablesen kann. Это один информационный поток стратегический, а второй – это звук. Оказывается, молекулы ДНК, и с этим связано то, что я обнаружил в 1984 году, молекулы ДНК излучают звук. Das ist die erste energetische bzw. Informationsebene, dass die Gene über Photonen miteinander kommunizieren, Informationen austauschen. Und ich habe im Jahr 1984 habe ich auch entdeckt, dass die Chromosomen bzw. unsere Gene auch über akustische Wellen sich austauschen, also über Töne miteinander kommunizieren. Вот этот звуковой поток можно просто зарегистрировать, что мы и делали, записывая на специальной аппаратуре излучение молекул ДНК. Also und diesen akustischen Informationsstrom bzw. Informationsaustausch kann man sogar durch bestimmte Geräte aufnehmen, analysieren. Dementsprechend haben wir das auch gemacht und haben diese Töne, Geräusche, Vibrationen auch aufnehmen können. Этот квантовый уровень. А вещественный уровень – это тексты ДНК, тексты и голограммы ДНК. Это вещество. Das ist eben die Quantenebene. Die andere Ebene ist, wie gesagt, die stoffliche Ebene, dass Gene einen bestimmten Code verfügen, über bestimmte Moleküle verfügen, aus denen sie zusammengesetzt sind. Das ist eben diese stoffliche Ebene der Gene. Зачем нужны голограммы ДНК, построенные на жидкокристаллическом континууме молекул ДНК? Зачем они нужны? Also es geht hier auch über Hologramme, die durch die DNS geschrieben bzw. aufgeschrieben werden. Warum braucht man eben diese Hologramme, die auf... На каком они веществе записаны? Но эти голограммы записаны на каком веществе? На жидкокристаллическом континууме ДНК. Die Hologramme, die auf dem flüssigkristallinen Kontinuum der DNS aufgeschrieben sind. Вопрос, зачем нужны голограммы? Die Frage, warum braucht man diese Hologramme? Это биоголограммы нужны для того, чтобы построить пространственно-временную структуру развивающегося эмбриона, из которого получается взрослый человек. Diese Hologramme sind nötig, um ein zeitlich-räumliches Kontinuum aufzubauen, in dem sich ein Embryo befindet, der dann sich wächst und sich entwickelt, dann entsprechend dem Körper der Mutter. Но это геометрическая информация. Das ist die geometrische Information. А второй информационный поток, о котором я говорил, это текстовая информация, текстовая.
Der andere Informationsstrom, von dem ich gesprochen habe, ist die Textinformation, also in Form von Texten. Texte ein bisschen später, остановлюсь на звуковой информации. Оказывается, ДНК излучает не просто звук. Если его приборно регистрируют, то это в виде шума. Ты воспринимаешь как шум. Also über die Textebene, den Textinformationsaustausch werden wir etwas später sprechen. Wir sprechen jetzt darüber, dass die Gene eigentlich Geräusche aussenden oder so ein Rauschen aussenden, das man aufnehmen kann, mit Geräten festhalten kann. Но представьте себе, что вы находитесь в библиотеке огромной, и вам одновременно на многих языках читают все книги, которые там есть. Что вы услышите? Вы услышите только шум. Stellt euch vor, ihr seid in einer Bibliothek, wo alle Bücher in verschiedenen Sprachen euch gleichzeitig vorgelesen werden. Was hört ihr dann? Ihr hört dann so ein Rauschen oder bestimmtes Geräusch. Но это вовсе не означает, что там нет информации. Там огромное, чудовищное по своему объему спрессованное вот такой звук. Das heißt aber nicht, dass dort keine Information in diesem Geräusch enthalten ist. Das heißt, die Information ist dort sehr zusammengedrückt, komprimiert, in einer sehr komprimierten Form, die halt eine sehr, sehr große informationelle Tiefe auch hat. Вот ДНК в составе хромосомы является такой огромной текстовой библиотекой вместе с тем голограммой, мультиплексной, сложной голограммой. Und die Chromosomen, die aus Genen bestehen, sind ja auch diese komprimierte Information, die man sogar ja als Hologramme betrachten kann, die eine Form von Hologrammen besitzen. Вот подробнее несколько скажу о текстовой информации, которая записана на молекулах ДНК. Эта текстовая информация огромна. Ich erzähle euch auch etwas über die Textinformation, die in den Chromosomen enthalten ist. Diese Informationsströme bzw. Informationsmengen sind ebenfalls riesig. Несмотря на то, что ее всего 1% от общего количества ДНК в наших хромосомах. Obwohl diese Information, die Textinformation, nur 1% von der ganzen Information ist, die in unseren Genen gespeichert ist. Остальные 98-99% ДНК раньше считались мусором. По-английски garbage или junk DNA. Die anderen 99,5% DNS galten früher als die Müll-DNS, auf Englisch die Junk- oder Garbage-DNS, also die halt über keinerlei Funktionen verfügt. Вам не кажется забавным, что ученые считали почти 100% информации в ДНК мусором? Findet ihr das nicht komisch, dass die Genforscher 99% der Gene eigentlich als die Müll-DNS bezeichnet haben? Но это именно вот эти вот голограммы, которые построены из очень простых повторяющихся элементов. Das sind eben diese Hologramme, die aus sehr einfachen, sich wiederholenden Elementen bestehen. Вот эти 99% ДНК – это короткие отрезочки с очень простой, как бы, информация. Это же информация трудно назвать. Это очень простые сочетания нуклеотидов. Also, und diese kurzen DNS-Sequenzen beinhalten auch Informationsbausteine oder Informationsblöcke, die sehr einfach beschaffen sind. Я не случайно останавливаюсь на этом, потому что это очень важно для будущей медицины и для будущей генетики. Ich bleibe hier aus dem Grund stehen, weil das für die Medizin und für die Genetik der Medizin der Zukunft auch unter anderem sehr wichtig sein wird. So, понятно было, что такое голограмма. Но представьте себе Леонардо да Винчи, да? Вот он. Damit ihr versteht, was ein Hologramm ist, also zum Beispiel der Leonardo da Vinci. Вот он взял в руки карандаш и нарисовал гениальный портрет. Леонардо да Винчи nimmt einen Bleistift und zeichnet ein geniales Porträt. И вы пытаетесь понять, что же он, инопланетянин прилетел, смотрит на рисунок, ничего не понимает. Und dann ist zum Beispiel ein Außerirdischer, der dieses Bild anguckt und nichts verstehen kann, was auf dem Bild gezeichnet wurde. Das ist das Gleiche, zum Beispiel zu Джоконде. Millionen Leute смотрят на нее и поражены, и, так сказать, выстраиваются в очереди понять, что же такое Джоконда, почему она так таинственно улыбается. Und das ist über die Джоконда, die dann viele Leute angucken und nicht verstehen können, warum sie so rätselhaft lächelt. И вместе с ним удивляются инопланетяне, которые не знают земной культуры, не знают искусства. Они удивляются.
Und gleichzeitig sind die Außerirdischen auch darüber überrascht und fragen sich, was das bedeuten soll, was das ist. Außerirdische, die über unsere Kultur, über unsere Menschheit nichts verstehen. Вот такие удивленные инопланетяне, они думают, а в чем дело? Почему так производит впечатление на них вот эта вот самая некая вещь, сделанная Леонардо да Винчи? Und die Außerirdischen fragen sich, warum dieses Bild, das sie nicht verstehen können, auf die Menschen so einen großen Eindruck macht. Они принимают очень простое решение. Они решают изучить химический состав красок, которыми нарисовано на полотне Джоконда, и способы намазывания этой краски. Und dann beginnen die Außerirdischen den chemischen zusammen Bestandteile, also die chemischen Bestandteile der Farbe zu untersuchen, die chemische Zusammensetzung, beginnen zu untersuchen, wie die Farbe auf das Bild aufgetragen ist, um zu verstehen, warum die Menschen so auf dieses Bild reagieren. Результатом такой огромной работы инопланетянам будет заключение. Очень мудрое заключение. Und als Resultat werden die Außerirdischen zu einer folgenden Schlussfolgerung kommen. Что Джоконда есть 200 граммов краски, размазанные по текстилю разным способом. Dass die Gioconda 200 Gramm Farbe sind, die auf eine bestimmte Zilie unter unterschiedlichen Techniken also draufgeschmiert sind. Вопрос, что-то поняли они, что такое Gioconda? Haben die Außerirdischen verstanden, was die Gioconda ist? Они ничего не поняли. Так же, как генетика не понимает на самом деле, что такое генетическая информация. Die haben nichts verstanden, die Außerirdischen. Genauso wie die Genforscher nicht verstehen, was die genetische Information eigentlich ist. И это несмотря на то, что она сделала огромные исследования, они необходимы, но это лишь маленький-маленький шаг, маленький этап. Ungesehen davon, dass die Genforschung sehr große Fortschritte gemacht hat, viele Studien geführt hat, aber das war lediglich ein sehr kleiner Schritt. Вот мы пытаемся понять, где же тот образ Джоконды, генетики, заключенный в наших с вами хромосомах. Вот наши эти попытки, так сказать, они тоже носит начальный характер, мы не претендуем на многое, но тем не менее самое главное осознать, что мы ничего не знаем пока. Und unsere Versuche, die Gene zu erforschen und nachzuvollziehen, wie sie funktionieren, ist ähnlich wie dieser Versuch der Außerirdischen, dieses Bild zu erforschen, die Wirkung zu erforschen. Es sind tatsächlich bereits wichtige Schritte gemacht worden, aber wir stehen erst am Anfang und verstehen nur sehr wenig, also wie unsere Gene funktionieren. Мне, например, лично совершенно не страшно и не зазорно сказать, как Сократу в свое время, что я знаю, что я ничего не знаю. Also, das ist, ich schäme mich nicht, so wie der Sokrates zu früheren Zeit zu sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ну вот, теперь о тексте, текстах ДНК. Jetzt über den Text, der in der ДНК verschlüsselt ist. Нобелевский лауреат Нюрнберг. Нюрнберг. Der Nobelpreisträger Nürnberg получил Нобелевскую премию. Hat den Nobelpreis bekommen? За открытие генетического кода. Weil den genetischen Code entdeckt hat. Это была большая полезная работа. Und das war eine große, sehr nützliche Arbeit. Но в его модели, если здесь есть генетики, есть огромная дыра, огромная ошибка размером с Монблан. Aber in seinen Forschungen gibt es ein sehr großes, der schwarzes Loch, das so groß wie der Mont Blanc ist. Wenn hier Genforscher sind oder Menschen, die sich damit auskennen, werden es vielleicht verstehen, wo diese Wissenslücke oder worin die enthalten ist. Он не понял, и вместе с ним не поняли все генетики, кроме нас. Er hat Folgendes nicht verstanden und mit ihm haben alle anderen Genetiker Folgendes nicht verstanden, außer wir haben diese Tatsache oder diesen Hintergrund verstanden. Что генетический код – это разумная структура. Dass der genetische Code eine bewusste Struktur darstellt. Даже само название «код» – это означает кодирование, то есть обозначение. Придание знака, определение неких объектов. Это сугубо ментальная операция. Wenn man über den Begriff Код spricht, es ist ja der genetische Code, und Code bedeutet ja, dass etwas kodiert ist, dass bestimmte Zeichen
einen bestimmten informationellen Hintergrund verfügen und dass man über diese Zeichen, es ist bereits die mentale Ebene, bestimmte Informationen darin verschlüsselt. Вот два Нобелевских лауреата, Ниренберг, о котором я сказал, и Фрэнсис Крик, работали над моделью генетического кода, они ее создали. Ну, премию, правда, дали только одному Ниренбергу, потому что Крик уже получил вместе с Уотсоном Нобелевскую премию за двойную спираль ДНК. Так вот, они не поняли, что тексты ДНК – это не метафора, как считал Фрэнсис Крик, а что это реальные, разумные тексты. Und diese Nobelpreisträger, es waren dann zwei, der eine hat den Nobelpreis bekommen, der andere nicht, weil er bereits mit einem anderen Wissenschaftler den Nobelpreis bekommen hat, weil er die beiden Stränge der DNS entdeckt hat, also dass sie aus zwei Strängen besteht. Die haben jetzt tatsächlich nicht verstanden, dass es ein richtiger Code ist, wie so ein Text ist, der in der DNS verschlüsselt ist. Also keine einzelnen Bausteine oder Eiweiße, sondern so ein richtiger Text, eine richtige Information. Я не буду вас погружать в тонкости теоретических доказательств того, что они ошиблись. Это теоретически вместе с экспериментальными доказательствами, которые, кстати, получил сам Ниренберг, но об этом чуть позже. Also, die Wissenschaftler haben sich auf eine Art und Weise geirrt. Ich werde jetzt nicht in die Feinheiten dieses kleinen Irrtums oder auf die Feinheiten dieses kleinen Irrtums eingehen. Постараюсь очень коротко сказать, но все-таки скажу, потому что это очень важно. Опять-таки, повторяю, для будущей генетики, медицины, сельского хозяйства, компьютинга и так далее. Also ich werde jetzt nur kurz das ansprechen, weil es sehr wichtig ist für die zukünftige Medizin, für die zukünftige Genforschung, sogar für die Agrarwirtschaft und für die Computertechnik. Генетический код предназначен для того, чтобы закодировать структуру белков. Der genetische Code ist dazu da, um die genetisch und um die Eiweißstruktur zu verschlüsseln. Белки это основные наши молекулы, которые на которых построен весь обмен веществ наш. Und die Eiweiße bzw. Proteine sind ja die wichtigsten Bestandteile, aus denen unser Körper besteht, auf Basis dessen unsere menschliche Lebensform besteht. Ну и кратенько, чтобы вас не загружать, напомню. Значит, белки состоят из аминокислот, этих белков около 40 тысяч, и, соответственно, около 40 тысяч генов, которые кодируют белки. И кодируются эти аминокислоты, входящие в состав белков, 64 триплетами, так называемыми. Die Eiweiße, wie ihr wisst, bestehen aus Aminosäuren. Die Aminosäuren bilden also unsere menschliche Substanz, also die Substanz, aus der wir beschaffen sind. Es gibt 40.000 verschiedene Aminosäuren. Es gibt 40.000 Gene. Und я сразу перейду к другому. Значит, вот эти триплеты. Еще то не до конца. Задайте вопрос, да, четко. Ну вот, повторить вторую часть того, что вы сказали. Значит, генетический код состоит из 64 коротких букв. Der genetische код besteht aus 64 kurzen Buchstaben. Эти слова, короткие слова, состоят из трех букв. Das sind kurze Worte, besteht aus drei Buchstaben. Значит, половина этих кодирующих аминокислот и букв. Und diese Buchstaben, die Aminosäure-Buchstaben, die den Code verschlüsseln. Они половина из них, которые называются синонимами, кодируют точно аминокислоты. Die Hälfte von denen kodieren auf jeden Fall, das weiß man genau, die Aminosäuren. Вторая половина этих троек триплетов кодируют неоднозначно аминокислоты. Die andere Hälfte dieser Buchstaben bzw. Sequenzen kodieren die Eiweiße also nicht eindeutig. То есть они имеют двойной смысл. Одновременно кодируют две разных аминокислоты. То есть одно и то же кодовое слово кодирует одновременно две разные аминокислоты. Codewörter bzw. diese Codesequenzen kodieren gleichzeitig unterschiedliche Aminosäuren. Oder so gleichzeitig zwei verschiedene. Obwohl es der ein und derselbe Code ist. Такого быть не должно, потому что Ниренберг
ввел постулат, что все аминокислоты кодируются однозначно в модели кода. So was dürfte es nicht sein, weil nach dem Modell von Nürnberg, der den Nobelpreis dafür bekommen hat, hat ja festgestellt bzw. die Theorie aufgestellt, dass die Eiweiße durch diesen Code eindeutig programmiert werden. И то же самое Нюрнберг и его группа получили доказательства, которые исключают однозначность генетического кодирования. Gleichzeitig haben diese Forscher aber auch festgestellt, dass Нюрнберг, группа Нюрнберг, also die Gruppe von Nürnberg, получили доказательства, haben festgestellt, haben Beweise aufgestellt, что один из триплетов, dass einer von dem Triplets, also von diesen dreifachen, который называется уридин, 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 der heißt уридин, 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 кодирует одновременно две разных аминокислоты. Er kodiert gleichzeitig zwei unterschiedliche Aminosäuren. Фенилонин и лицин. Фенилонин und Lysin. Этого они не поняли и сказали, что молекулярная природа этого явления им непонятна. Diese Tatsache haben sie nicht verstanden und haben dann gesagt, dass diese molekulare Struktur und diese Prozesse da drin für sie nicht verständlich sind. Und der Rest, den haben sie ja quasi verstanden. Но вот это противоречие неоднозначности кодирования фактически ломало их модель. Aber dieser Widerspruch, dass die Kodierung nicht eindeutig, also nicht ganz eindeutig geschieht, hat ihre Theorien ein bisschen durcheinander geworfen. Deshalb wurde der Nobelpreis ein bisschen vorzeitig an die Leute gegeben. Они получили экспериментальное доказательство, что их модель неверна фактически. Sie haben also Beweise aufgestellt für sich selbst, dass ihre eigene Theorie nicht funktioniert. Потому что, глядя в таблицу генетического кода, я, даже будучи аспирантом, понял, что это огромная ошибка. Sogar ich, als ich meine Aspirantur beendet habe, beziehungsweise dabei war, habe geguckt, dass diese Theorien und Tatsachen nicht so funktionieren können, wie diese Männer es erzählen und erklären. Но профессора генетики, к которым я обращался, меня просто обсмеяли. Die Professoren und Genetiker, an die ich gegangen bin, mich gewendet habe, haben mich einfach ausgelacht. Но я замолчал на многие годы и работал чисто теоретически над этой проблемой. Ich schwieg dann viele Jahre und habe auf theoretischer Basis sehr viele Jahre daran gearbeitet. Я опубликовал 4 работы теоретических. Letztendlich habe ich 4 meiner theoretischen Studien veröffentlicht, где я подробно расписал их ошибку, почему так произошло. Wo ich sehr genau den Fehler beschrieben habe, den diese Männer gemacht haben, warum das so passiert ist. На самом деле объясняется очень просто. Tatsächlich kann man das sehr einfach erklären. В итоге генетическое кодирование аминокислот действительно однозначно, но эта однозначность достигается совершенно другим путем. Tatsächlich ist die Kodierung der Aminosäuren schon eindeutig, aber diese Eindeutigkeit wird durch ein anderes Prozess erreicht. Оба нобелевских лауреата так и не поняли, в чем здесь дело. Und diese beiden Nobelpreisträger haben letztendlich auch nicht verstanden, was der Hintergrund ist. Ну, на самом деле, объяснение очень простое. Вот есть слова с двумя смыслами, так называемые амонимы. Die Erklärung ist sehr einfach. Es gibt Worte, die zwei Bedeutungen haben, die Amonyme. В немецком языке наверняка их очень много, в русском тем более. Es gibt sehr viele Worte im Deutschen bestimmt, die zwei Bedeutungen oder mehr Bedeutungen haben. Und in der russischen Sprache gibt es auch sehr viele Worte. Например, русское слово коса. Zum Beispiel das russische Wort коса. Она обозначает, это слово обозначает одновременно две разных вещи. Девичья коса, это волосы. Dieses Wort hat zwei Bedeutungen. Zum einen der Zopf. А другой смысл, это коса, которая косит траву, железная коса. Und die andere Bedeutung des Wortes Kasa bedeutet Sense, also mit der man das Gras schneidet. Вот когда мы слышим или видим написанное слово коса, то мы понимаем этот двойной смысл однозначно в контексте фразы, написанной и прозвучавшей.
Wenn wir das Wort dann sehen oder lesen irgendwo, verstehen wir das Wort trotzdem eindeutig, aber aus dem Kontext, in dem das Wort geschrieben wurde. Контекст, значит, целая фраза, целое предложение, несущее смысл. Из этого смысла совершенно очевидно, что о какой косе идет речь. Aus einem Kontext, ein Satz, beziehungsweise irgendwie ein Spruch oder Text, aus dem man sehr eindeutig verstehen kann, von welcher Kassade, ist es der Zopf oder die Sense, von der da gesprochen wird. И чтобы не было трагических ошибок, генетический код умеет читать ген. Und damit es keine Fehler gibt, kann der genetische Code den Gen lesen. Gen в виде копии, которая называется информационная РНК. Den Gen als Kopie, der die Informations-RNS bedeutet. И когда происходит чтение такого гена на информационной РНК, так называемой рибосомой, wenn in den Ribosomen diese Information, diese Gene gelesen werden, она обязательно сталкивается с кодоном, который осуществляет, изначально осуществляет два кодирования совершенно противоположных. Это как раз кодон амоним. Und die Ribosomen, die lesen dann hin und wieder diese Sequenzen ab, diese Kodone ab, die dann diese zweideutige Bedeutung haben, zweideutig zu deuten sind. Die Ribosomen verstehen aber tatsächlich durch den gesamten Kontext, der dort in der genetisch abgelesen wird, ja, was tatsächlich dort gemeint ist. И тогда рибосома, будучи квантовым нано-биокомпьютером, должна принять решение, то есть понять, прочтя контекст информационной РНК, принять точное значение в выборе той или иной аминокислоты, то есть как в примере косота или косаэта. Und die Ribosomen, die als ja, so kleine Mini-Biocomputer gelten, müssen für sich selbst auch die Entscheidung treffen, wenn sie diese Sequenzen lesen, von welcher Sequenz, welche Bedeutung sie diese Sequenz geben muss. Also so ähnlich wie bei dem Wort Kasa. Ist es der Zopf oder ist es die Sense? Вот такое принятие решения о точном выборе одного смысла из двух разных определяемых информационной РНК является ключевым событием, которое говорит о том, что генетический аппарат – это разумная структура. Und da die Ribosomen tatsächlich die Entscheidung treffen müssen, welche Bedeutung da drin verschlüsselt ist, wie sie diesen Code verstehen, heißt es, dass unser gesamter genetischer Apparat über ein eigenes selbstständiges Bewusstsein verfügt. То есть генетический аппарат соображает, то есть он работает как нано-биокомпьютер, который способен принимать решения, от которых зависит точность синтеза белка. Und unser genetischer Apparat ist, arbeitet wie ein Computer, der selbstständig Entscheidungen trifft und entscheidet, wie unser genetischer Apparat tatsächlich funktioniert oder funktionieren muss. Если решение принято неправильно, получается неправильный белок, если этот белок фермент, то тогда это гибель для организма. Und wenn die Entscheidungen getroffen werden, zum Beispiel, wenn die Ribosomen oder der Genapparat falsche Entscheidungen trifft, dadurch falsche Eiweiße, Proteine gebaut werden, dann bedeutet das der Tod für den Körper. Ich habe so lange darüber gesprochen, das ist schon wichtig, weil wenn es принято до сих пор в генетике модель Нюрнберга-Крика, dann führt das zu sehr großen Fehlern. Warum ich so lange darüber spreche? Weil wenn wir in der Genetik immer noch das Modell von Nürnberg und von Krieg betrachten, dann kommen wir in der Genforschung auch zu bestimmten Fehlern, die dadurch entstehen, durch dieses mangelnde Verständnis oder fehlerhafte Verständnis der Arbeit des genetischen Apparats. Und das geht eigentlich unmittelbar uns alle an. Was смотрите, есть такая трансгенная инженерия, которая работает над созданием трансгенных продуктов питания. Es gibt ja die Transgen-Ingenierie, die halt transgene Produkte für uns schaffen oder kreieren. Или это попросту генетически модифицированная пища. Anders gesagt ist das genetisch modifizierte Nahrung. 50 лет на это не обращали внимания, но когда начали напрямую использовать неправильную модель генетического кода Нюрнберга-Крика, то возникла генетически модифицированная пища. Man hat 50 Jahre nicht darauf geachtet, aber als man in den letzten Jahren dieses Modell von Nürnberg und von Krieg verwendet hat, hat man auch unter anderem begonnen, genetisch modifizierte Nahrung herzustellen.
То есть почему так получается? Просто-напросто в организм, например, в картошку, вводится полезный ген. Ну, ген, например, который кодирует какие-то полезные свойства, например, морозоустойчивость. Also wie geschieht das? Also in die Kartoffel wird zum Beispiel eine bestimmte Gensequenz mit hineingefügt und diese Gensequenz schafft besondere positive Eigenschaften, zum Beispiel für diese Kartoffel, dass die halt frostbeständiger ist. Выводят сорт пшеницы, который устойчив к колорадскому жуку, к морозу и так далее, и так далее. Хорошо? Да, это хорошо. Man bringt zum Beispiel neue Weizensorte aus, die gegenüber Schädlingen resistent ist, die gegenüber Frost resistent ist. Ja, in erster Linie sieht alles gut aus. Но биомикрофлора, которая окружает корни картошки, то есть то, что мы едим. Aber die Biomikroflora, die Wurzeln dieser Kartoffel umgeben, also wir essen ja die Wurzel, praktisch das, was unter der Erde ist, die Kartoffeln selber. Эта микрофлора и даже земляные черви погибают. Die Mikroflora stirbt aber, also um die Kartoffel herum, um die Wurzel herum, sogar die Würmer, die halt sich dort in der Nähe befinden. Потому что они используют неправильные белки, которые синтезируются в результате непонимания принципов генетического кодирования. Кто использует? Эти червяки или кто использует животные? Да. Или микрофлора? Я скажу, да. Значит, червяки, микрофлора и так далее, они не понимают этого, но и мы тоже не понимаем, когда употребляем генетически модифицированную пищу. Also die Mikroflora, die Bakterien, die dort unten leben, die Würmer und Insekten, die dort leben, die verstehen ja nichts von genmodifizierter Nahrung und wie das tatsächlich funktioniert. Und die nehmen das mit der Nahrung auf, genauso wie der Mensch das mit der Nahrung aufnimmt. То есть вот эти червячки, бактерии и так далее поедают неправильные белки. Почему неправильно, я скажу. Diese Würmer, Bakterien und Insekten essen falsche Proteine auf. Also warum das falsche Proteine sind, werde ich euch auch erklären. И значит, употребление человека ведет к чему? К тому, что он заболевает и умирает. Не всегда, не везде, но сейчас чаще и чаще. То есть, если человек эти продукты кушает, если человек эти продукты кушает, если модифицированные продукты. Ja, und wenn der Mensch diese genetisch modifizierten Produkte isst, kommt es dazu, dass der Mensch davon stirbt, aber nicht sofort und nicht gleich, nicht überall, aber nichtsdestotrotz ist es sehr schädlich für den Menschen. И сейчас в Соединенных Штатах уже несколько процессов, когда четко доказано, что употребление генетических продуктов питания, генетически модифицированных продуктов питания человеком ведет к гибели уже несколько судебных процессов. Und in den USA gibt es bereits einige Gerichtsprozesse, Gerichtsverfahren aus dem Hintergrund, dass man bewiesen hat oder nachgewiesen hat, dass Menschen wegen der Nahrungsaufnahme von genetisch modifizierten Lebensmitteln ja krank werden oder sterben. Представь себе, что в наш организм, когда мы едим вот такие продукты питания, генетически модифицированные, попали неправильные белки. Значит, они быстро уничтожаются, но успевают принести вред организму. Stellt euch vor, dass diese falschen Eiweiße, die in unseren Körper gelangen durch die Nahrungsaufnahme, die werden sehr schnell vom Körper zersetzt, verdaut, aber schaffen es trotzdem, Schaden dem Körper anzurichten. Перед тем, как они утилизировались и распались на аминокислоты и так далее, то есть как бы принесли пользу, они влияют на обмен веществ. Ну, представьте себе, что возник неправильный белок, фермент. Bevor der Körper sie zersetzt, verdaut, diese Eiweiße in Aminosäuren auflöst, können sie bestimmte Wirkungen beziehungsweise halt wirken die schädlich auf unseren Körper. Und ja, schaffen in unserem Körper auch ein falsches Milieu. Нарушить работу даже одного фермента – колоссальный удар по обмену веществ. Wenn nur ein falsches Ferment produziert wird in unserem Körper, ist es für unseren Stoffwechsel sehr großer Schaden. Also das schadet vor allem und wirkt auf unseren Stoffwechsel. Ну, на это не обращает никакого внимания, продолжает продавать генетически модифицированную пищу, которая распространилась по всему миру, не знаю, как в Германии. В России она уже тоже появилась. Also man schaut dann nicht darauf, auf diese Wirkungen und Folgen auf den Menschen. Man verbreitet die genetisch modifizierte Nahrung mittlerweile auf der ganzen Welt. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Russland ist es auch mittlerweile so, dass dort man so genetisch modifizierte Lebensmittel kaufen kann. И все из-за того, что мы не понимаем, что генетический аппарат функционирует в качестве текстовой структуры. Das passiert dadurch, weil wir nicht verstehen, dass unser genetischer Apparat wie eine
Textstruktur beschaffen ist und tatsächlich auch so funktioniert. Это одна сторона, а другая сторона, кроме того, что меняются в неправильном, неправильно синтезируются неправильные белки, создаются неправильные голограммы. Neben dem, dass falsche Eiweiße, falsche Proteine geschaffen und halt produziert werden im Körper, werden auch falsche Hologramme im Körper produziert und geschaffen. Die Struktur, kodierende Struktur der Hologramme, зависит от последовательности nukleotidов в молекулу ДНК. Die kodierende Struktur eines Hologramms hängt davon ab, in welcher Reihenfolge die Codes bzw. die Bausteine des Codes beschaffen sind. А эта структура нарушается трансгенным инженером очень быстро, в течение 2-3 недель. Diese Hologrammstruktur wird von den Ingenieuren, von den Genforschern oder Leuten, die damit arbeiten, sehr schnell zerstört, innerhalb von 2-3 Wochen. Очень быстро создаются вот такие генетически модифицированные организмы рыбы, картофель, томаты, пшеница, ячмень и так далее, и так далее. Und sehr schnell werden solche genmodifizierten Tiere und Pflanzen geschaffen, zum Beispiel Fische, Getreidesorten, Tomaten und alles Mögliche. Also das kann man sehr schnell bewirken und sehr schnell durchführen, diese genetische Veränderung. Это миллионы, миллионы тонн продуктов питания. Das sind unter anderem auch Millionen und Millionen Tonnen an Lebensmitteln. Ее поглощают миллионы и миллионы людей. Und Millionen und Millionen Menschen verzehren diese Nahrungsmittel. И резко возрастает вероятность патогенных случаев, когда люди погибают. Und die Wahrscheinlichkeit von pathogenen bzw. krankmachenden Fällen wächst auch sehr stark an, auch unter anderem Fälle auch, wo Menschen halt da erkranken und sterben. Это маленькое введение для того, чтобы понять, что мы, для чего мы работаем в этом направлении. Das ist so eine kleine Einführung, damit wir verstehen, warum wir in diese Richtung arbeiten. Это я говорил о текстовой части, которая весьма существенна, а теперь я скажу о другой квантовой части, которая, конечно, не есть область меня как молекулярного биолога, но я работаю в течение 25 лет с крупнейшими физиками ФИАНа. Also, wir haben jetzt über die Textebene bzw. über die Textstruktur der Gene gesprochen, möchten aber auch über die Quantenebene der Gene sprechen, mit der ich mich zwar nicht so sehr beschäftige, da ich Mikrobiologe bin, habe aber sehr viel Kontakt zu Physikern, zu Professoren, die halt in Physiklehrstühle besetzen und da gibt es auch einen sehr regen Informationsaustausch und viel neues Wissen. Я уже говорил, что молекулы ДНК это давно показано немецким исследователем Фрицем Альбертом Поппом. Вы должны гордиться таким ученым. Ja, Fritz Albert Popp ist ja auch einer der Genforscher und hat die Genstruktur auch sehr deutlich offen gelehrt und erklärt und ihr müsst stolz sein, dass ihr in Deutschland solche Wissenschaftler habt. Я его знал лично. Ich habe ihn persönlich gekannt. Он доказал в таких модельных экспериментах, что ДНК излучает лазерный свет. Er hat in seinen Modellen und Versuchen festgestellt und nachgewiesen, dass die DNS Laserlicht ausstrahlt. И когда я пришел в физический институт Академии наук, und als ich in den naturwissenschaftlichen Institut Wissenschaften gegangen bin, я им предложил доказать, что ДНК способна быть лазером, потому что в это никто не верил. Er hat zu den Wissenschaftlern und Forschern dort gesagt, dass die DNS auch als Laser wirken kann und er es nachweisen kann, obwohl keiner daran geglaubt hat. Так, до смерти Фрица Альберта Поппа так никто и не поверил в это. Und bis zum Tod von Fritz Albert Popp hat auch niemand daran geglaubt. Тогда мы поставили в физическом институте простые эксперименты вместе с физиками. Dann haben wir physikalischen Institut ganz einfach ein Experiment aufgestellt. В котором участвовала вот моя жена, она биофизик, кандидат наук. Bei diesen Experimenten hat auch meine Frau mitgewirkt, ist Kandidatin für Physikwissenschaften. И мы доказали и опубликовали в 1996 году. Wir haben bewiesen und veröffentlicht folgendes, was 1996 gewesen ist. Journal Quantum Electronics. In der Zeitschrift Quantum Electronics. Экспериментальную работу, где показано, что ДНК может быть накачана как лазер.
Dort, wo wir festgestellt haben, dass die DNS aufgeladen werden kann mit Energie, so ähnlich wie ein Laser. Такие, значит, возражения были сняты, но это ровным счетом никак не повлияло на генетику. Also die Widersprüche, die von allen Seiten da waren, hatte man dann beseitigt, aber auf die Genforschung, auf die Genetik hat das keinerlei Einwirkung gezeigt. Ну это общий уровень физической грамотности генетикам не очень высокий уровень. Das ist die allgemeine Ebene, die intellektuelle Ebene der Genforscher, die nicht allzu hoch ist. Почему это важно? Важно потому, что ДНК, будучи текстом, она читает самую себя. Warum das wichtig zu wissen ist, die DNS, weil sie ja auch ein Text ist, kann sich selbst lesen. И отчуждает от себя тексты, которые воспринимаются самим же организмом как некая организующая структура. Und отчуждает от себя, излучает от себя. Und strahlt bestimmte Informationen aus, bestimmte Textinformationen aus, die sie in sich selbst, in ihrem Inneren liest. Кроме того, такое излучение читает самое себя на уровне жидких кристаллов ДНК, отчуждает, читая самое себя как голограммы. Also und die DNS, indem sie sich selbst liest, strahlt sie Informationen über sich selbst aus gleichzeitig. Я как говорил, чрезвычайно важно, что в процессе эмбриогенеза работают голографические программы, которые кодируют пространственно-временную структуру организма. Ich habe bereits davon gesprochen, dass während der Embryophase oder in der Embryophase diese hologrammischen Programme und Prozesse auch dazu da sind und aktiv sind, die dieses zeitliche, räumliche Kontinuum schaffen und programmieren. Также важно, потому что такие звуковые аспекты, звуковые модуляции, они меняют лазерное излучение. Es ist auch sehr wichtig zu wissen, dass diese Aspekte und diese mikrobiologischen Modulationen auf ja, dieses Spektrum, auf dieses Laserspektrum wirken, beziehungsweise es verändern. Und die Texte der DNS werden also praktisch gesprochen oder durch akustisch also ausgesendet und sie kamen, und diese Textinformationen kann man dementsprechend ablesen als Hologramme. И передо мной, как следователем, стала задача. Нельзя ли создать такой лазер? Und von mir oder vor mir als Wissenschaftler stellte sich die Frage bzw. die Aufgabe, könnte man einen bestimmten Laser schaffen oder entwickeln, который бы моделировал вот такие квантовые процессы информационные на лазерном уровне. So ein Laser bzw. Gerät zu schaffen, das diese ja quantenmechanischen, quantenbiologischen Prozesse nachahmt, so auf dieser Ebene eines Lasers. Ну вот здесь как раз картинка. Вот здесь картинка. Сейчас я ее назад переведу, потому что надо показать модульских лауреатов. Нет, еще не то. Вот два нобелевских лауреата. Вот слева, вот здесь вот. Да, sind die beiden Nobelpreisträger. Вот Фрэнсис Крик. Фрэнсис Крик. И Нюрнберг. Und der Marshall Nuremberg. Нюрнберг, а это Фрэнсис Крик. Вот это таблица генетического кода, это таблица генетического кода, за которую дали Нобелевскую премию. Das ist die Tabelle des genetischen Codes, für die der Nobelpreis verliehen wurde. Вот эти тройки, вот эти короткие слова, которые кодируют аминокислоты. Das sind diese Triplette, also diese kurzen Worte, die Aminosäuren programmieren. И вот они выстраиваются, эти троечки выстраиваются вот такую структуру симметричную. Und diese Triplette bilden solche symmetrische Strukturen. Вот это синим обозначены синонимы. Also blau sind die Synonyme, also blau bezeichnet. А в правой области это амонимы.
Und rechts rot, das sind die Ammonyme, also blau Synonyme und rot Ammonyme. Ну, точнее будет правая вот эта красная часть, это гибридные триплеты, которые являются гибридами синонимов и аммонимов. Also man kann sagen, dass die roten Sequenzen, also hybride Sequenzen sind, es sind Mischungen aus Synonymen und Anonymen, also sind Bindeglied bzw. ein Hybrid aus beiden. Ну это, да, вот работа. А, ну вот. Значит, вот лазер. Мы нашли такой лазер, который в какой-то мере моделирует вот такие квантовые информационные процессы. Das ist ein Laser. Wir haben so einen Laser entwickelt, der auf eine bestimmte Art und Weise diese quantenmechanischen Prozesse moduliert. В наших с вами хромосомах, хромосомах всех живых существ. Also in unseren menschlichen Chromosomen und in den Chromosomen aller Lebewesen. И он способен, и что чрезвычайно важно для практики, тех результатов, которые мы получили. Und dieses Gerät ist fähig, also was für die Resultate und Ergebnisse unserer Praxis auch sehr wichtig ist. Он способен передавать генетическую информацию. Dieses Gerät hat die Eigenschaft, genetische Informationen weiterzugeben. В виде квантовых эквивалентов. In Form von, квантенмеханischen Äquivalenten. То есть гены могут передаваться как некие квантовые эквиваленты самих себя. Also die Gene kann man verschicken, vermitteln als Äquivalente von sich selbst oder Kopien von sich selbst mittels solcher Strahlen. То есть вещественные гены могут функционировать на квантовом уровне как квантовые эквиваленты самих себя. Also stoffliche Gene können auf der Quantenebene funktionieren, weitergegeben werden oder also angesehen werden, also Quantenabbildungen von dieser stofflichen Ebene der Gene selbst. То, что такое возможно, предсказано нашим ученым, биологом, гениальным совершенно, Гурвичем. Dass das möglich ist, wurde vorausgesagt bereits durch einen sehr intelligenten Forscher, von Gurvich, also vom Forscher Gurvich wurde das vorhergesagt, dass das tatsächlich möglich ist. Der eine sehr geniale Hypothese aufgestellt hat oder sehr geniale Idee aufgestellt hat, что хромосомы могут существовать как собственные квантовые эквиваленты. Dass Chromosomen existieren können als so Quantenäquivalenten. Он их назвал волновые эквиваленты хромосом. Er hat sie bezeichnet als die Wellenäquivalente der Chromosomen. Это 1924 год. Das war im Jahr 1924. Тогда ничего не известно было о лазерах, о голограммах и так далее. То есть квантовая физика находилась в расцвете, но еще до биологии она не дошла. И он уже гениально почувствовал, что, оказывается, квантовое представление можно распространять на работу генетического аппарата. Also damals, in diesen Jahren, war weder von Laser was bekannt, noch von Quantenmechanik. Nichtsdestotrotz hat damals schon so ein Gespür oder Gefühl gehabt, dass man die Gene in die Quantenform umwandeln kann und in diese Quantenform. Ein bisschen zur Seite gehen, weil das Mikro koppelt immer da rein. Okay. Muss ein bisschen rübergehen zu ihm, weil sonst geht es direkt da rein. So, ja. So, gut. Okay. Besser. Значит, вот это экспериментальная работа, где мы чисто, так сказать, опытным путем доказали, что хромосомы могут являться лазерами. Also das ist unsere Arbeit, unsere Forschungsarbeit, wo wir bewiesen haben, dass die Chromosome auch als Laser wirken oder Laser sein können. Которая была опубликована в журнале «Квантовая электроника». Diese Arbeit, diese Studie wurde veröffentlicht in der Zeitschrift «Quantenelektronik». И вот, значит, дальше начались наши попытки использовать вот такой лазер, который мы использовали как модель квантовых состояний, работу его использовали как модель квантовых информационных состояний хромосомах. Und das ist dieser Laser, mit dem wir begonnen haben, dann weiter zu arbeiten, weiter zu forschen. Und dieses Modell hat die Quantenabbildung der stofflichen Chromosomen nachgeahmt.
Вот одно из первых результатов, которые мы получили, носили как бы негативный характер. Мы еще не знали ничего практически о работе этого лазера. И первое, с чем мы столкнулись, вот эта вот штука, которую я сейчас показываю. Also die ersten Ergebnisse sind das, was ich hier gerade zeige. Die ersten Ergebnisse waren unter anderem auch negativ, was wir damals noch nie gekannt oder nicht feststellen konnten. Например, если вот так, из растения, так называемое Arabidopsis italiana, такая резюшка талия называется, растение, выделить молекулу ДНК, препарат молекул ДНК из этого растения. Also hier haben wir eine Pflanze hergenommen und wollten also die Moleküle, die auf der Quantenebene ablesen, um halt diese Information, diese heilende Information aus der Pflanze zu entziehen. Подставить в этот самый лазер, und dann vom Laser, den wir benutzt haben, vom Laser wurde dann bestrahlt. То есть вот такая выделенный препарат ДНК фактически является поврежденной ДНК. То есть гены в нем, многие гены повреждены. Und dieses Präparat, das wir da geschaffen haben, beinhaltet viele zerstörte Gene. Also wir haben diese Informationen rausgezogen aus diesem Präparat und das hat sich herausgestellt tatsächlich, dass viele Gene dort gebrochen oder zerstört waren. И мы решили подать вот такой квантовый эквивалент такой испорченной генетической информации на расстояние 7 километров. Und wir haben also diese zerstörte oder gestörte DNS auf Informationsebene haben wir ausgestrahlt auf ein anderes Objekt, das sich 7 Kilometer weiter entfernt befunden hat. Сотни этих растений росли совершенно в другом институте, специальная лаборатория, где выращивали эти растения, была. Also die hunderte von Pflanzen, mit denen wir geforscht haben, haben sich in einem anderen Labor befunden, also in einem anderen Institut, das über diese 7 Kilometer Entfernung war. И когда наш лазер был использован в таком режиме, в котором мы знали, как работать, и он считывал и генетическую информацию на уровне текстов, и голографическую информацию, и распространял ее как квантовый эквивалент по всему, так сказать, миру. Und wir haben damals so gearbeitet, dass wir von dieser einen Pflanze die Information abgelesen haben und mit diesem Gerät, was über Laser diese Information weiterleitet, haben wir also aus unserem Zentrum ausgestrahlt. Diese Information hat sich dann ja breitflächig auf die ganze Welt verteilt. Вот такая генетическая информация, испорченная информация, достигала в том числе и тех растений, которые мы выращивали в совместной работе с Институтом общей генетики. Und diese gestörte oder fehlerhafte Information wurde unter anderem auch von diesen Versuchs- oder Testpflanzen aufgenommen, die wir in Kooperation mit dem anderen Institut zusammengezüchtet haben. Повторю, эти растения были посеяны и проращивались на расстоянии 7 километров в этом институте общей генетики, находящемся в 7 километров от нашего института, в котором мы работали, институт проблем управления. Also ich verdeutliche es nochmal, dieses andere Institut hat sich in einer Entfernung von 7 Kilometern befunden, das Institut für allgemeine Genetik. Die Pflanzen bzw. Samen wurden dort gleichzeitig für diesen Versuch ausgesät. И что произошло с этими растениями? С ними произошло очень нехорошее явление. Was passierte dann mit diesen Pflanzen, die sich in diesem anderen Institut befunden haben? Es passierte nichts Schönes mit diesen Versuchspflanzen. Эти растения мутировали, то есть ДНК испорченная, которая была в них, привела к тому, что эти растения мутировали. Diese Pflanzen begannen zu mutieren, also diese DNS-Information, die sie empfangen haben, hat dazu geführt, dass die Pflanzen Mutationen aufgewiesen haben. Und die Entwicklung dieser Pflanzen verlief dann auf einer ganz falschen Richtung. Листья, стебли, корни и так далее, вот в разных частях растения мутации, самые большие столбики. А вот это маленькие столбики контрольные, это статистика, огромная статистика была. А вот это спонтанная мутация, которая в красном. Also die großen Säulen, die ihr seht, das sind die Mutationen dieser Versuchspflanzen. Also es gibt
dort und dort unterschiedliche Mutationen, die man festgestellt hat. Gleichzeitig hat man Kontrollpflanzen, das sieht ihr in den roten Kästchen bzw. Säulen. Das waren Kontrollpflanzen, die eigentlich über spontane, also die spontanen Mutationen entwickelt haben, die unter einem normalen Zustand sowieso gewesen sind. Aber ihr seht tatsächlich, dass diese Versuchspflanzen, die das empfangen haben, diese falsche Information, über ein sehr größeren Ausmaß von Mutationen aufgewiesen haben. То есть мы сразу же получили очень такое грозное предупреждение, что работать с генетическим аппаратом на квантовом уровне надо очень и очень аккуратно. Also wir haben da eine sehr ernsthafte, seriöse Hintergrund bzw. Hinweis bekommen, dass es etwas sehr Seriöses ist, also etwas sogar Gefährliches ist, mit dem Gen oder an dem Genapparat auch zu arbeiten. То есть волновые гены, которые несут испорченную информацию о генах, Wellengene, die diese gestörte oder zerstörte Information über Gene weitertragen oder ausstrahlen, опасны, по крайней мере, для растений. Sind zumindest für Pflanzen sehr gefährlich. Это очень насторожило нас. Das hat uns sehr viele Sorgen bereitet. Тогда мы перешли на более позитивные мотивы работы с генами. Dann sind wir übergegangen auf positivere Motive in der Arbeit mit den Genen. И сделали сначала пробную такую экспериментальную работу сначала в Москве. Und haben dann ein Probeexperiment durchgeführt, das in Moskau stattgefunden hat. А затем в Торонто в Канаде. Danach in Toronto in Canada. Это вот как раз торонские эксперименты. Das sind die Experimente aus Toronto. Где четко, однозначно и достоверно, даже без статистической обработки, было ясно. Wo sehr deutlich wird, auch ohne statistische Bearbeitung, wurde es sehr deutlich, dass, что можно вызвать позитивные, очень мощные эффекты, регенеративные эффекты, dass man sehr kraftvolle, wirkungsvolle Effekte, regenerative Effekte hervorrufen kann. Вот в таком, так называемом, модель алоксанового диабета у крыс. Also beim Modell von einer bestimmten Diabetesart oder Diabetesform bei Ratten. Вот это классическая модель, вот здесь показано, как мы с ней работали. Вот смотрите. Hier ist dieses klassische Modell, wo gezeigt wird, wie wir damit gearbeitet haben. Вот здесь показано, что мы вот начало этих графиков, да, вот это дни, это сахар в крови, который показывает здоровье, так сказать, состояние поджелудочной железы. Вот это вот в этих начальных стадиях, вот видите, вот здесь мы вводили алоксан крысам. Also hier seht ihr die Tage auf der unteren, auf der X-Achse, auf der anderen. Seht ihr den Zuckerwert oder die Zuckerwerte? Die Ratten hatten dann dieses Alloxan bekommen. Alloxan вызывает деградацию бета-клеток поджелудочной железы, блокирует синтез инсулина, и крысы погибают. Und dieses Alloxan, das blockiert die Körper, also die Funktion der Zellen der Bauchspeicheldrüse, damit kein Insulin also produziert wird von der Bauchspeicheldrüse und die Ratten eigentlich daran sterben. В контроле, где мы вводили алоксан, примерно через 10 дней 95-99% крыс погибало. Also in den Fällen, wo wir Alloxan den Ratten gegeben haben, sind 90% der Ratten gestorben nach einigen Tagen. От диабета первого типа. А vom Diabetes ersten Typs. И вот когда мы вводили уже в опыте, мы вводили... Вот мы вводим алоксан, вот в этом месте вводим алоксан, и сахар, естественно, погибают бета-клетки, и сахар начинает расти в крови. Also hier am Anfang der Kurve führen wir den Ratten Alloxan zu, die Beta-Zellen sterben und der Zuckerwert erreicht достигает очень высоких величин.
Der Zucker im Blut erreicht eine sehr große Menge. И в этот момент, вот когда очень много высокий сахар и крысы накануне гибели. Und zu diesem Moment, wo die Ratten einen sehr hohen Blutzuckerspiegel haben, also sie sind kurz vor dem Sterben. Вот стрелочками показано, что мы вводим позитивную информацию с помощью этого лазера. Und die Pfeile zeigen es, wo wir den Ratten positive Informationen hinzufügen mittels dieser Laser. А позитивная информация берется лазером, когда он прочитывает здоровую поджелудочную железу новорожденных крысят той же генетической линии, что вот эти крысы, которые накануне гибели. Die positive Information wird jungen Ratten abgelesen, also von ihrer Bauchspeicheldrüse, von ihren Organen, von der, also die kleinen Ratten sind von der gleichen genetischen Linie wie die kranken Ratten, wie die Versuchsratten dann. Und denen wird dann die Information, mittels dieser Laser wird die Information auf die kranken Ratten übertragen. Начинается мощный процесс регенерации поджелудочных желез, который раньше никто не видел. Это был прецедент регенерации поджелудочных желез in situ, прямо в теле крыс. Also das war ein Präzedenzfall, keiner hat es vorher festgestellt oder gesehen, irgendwo bei anderen Versuchen, dass die Bauchspeicheldrüsen der Ratten sich sehr schnell regeneriert haben und ihre Funktion wieder zurückgehalten haben. Вот как в данном случае ввели информацию с поджелудочных желез, считанную лазером. Wie in diesem Fall, wo hier diese Information, die mit diesem Laser abgelesen wurde, diesen Versuchsratten eingeführt wurde. И сахар в крови сразу начинает падать и достигает нормы. Und der Blutzuckerspiegel fällt sofort und erreicht dann nach einiger Zeit die Norm. Вот четыре варианта. Значит, это воздействие лазером вот этой информации, здоровой информации, на расстоянии одного метра. Das sind vier unterschiedliche Varianten bzw. Versuche. Hier ist die Informationsstrahlung auf 1 Meter Entfernung. Hier oben waren 5 Meter Entfernung. 3 метра, 5 метров, 20 километров, 20 километров. Also und справа. Und rechts sind 20 Kilometer gewesen. Also links die beiden Diagramme zeigen also 3 und 5 Meter Entfernung. Die beiden rechten Diagramme zeigen 20 Kilometer Entfernung. То есть квантовый эквивалент поджелудочных желез работает как на ближних расстояниях, на метровых, так и на 10-километровых. 20-kilometerovych расстояниях. Also dieses Quantenäquivalent bzw. dieses Quantenabbild arbeitet auf kurzen Strecken genauso gut wie auf langen Strecken und Entfernungen. Theoretische Physik предсказывает, что такое действие может передаваться хоть на Mars. Und die Quantenphysiker sagen bzw. die Quantenphysik sagt, dass diese Wirkung also sehr weit übertragen werden kann, sogar bis zum Mars. То есть бесконечно далеко может распространяться эта информация. Also diese Information kann man unendlich weit ausstrahlen. Причем мгновенно. Und das auch so gleichzeitig. Okay. So auf. Это работа наших теоретических физиков. Also in Echtzeit. Das ist die Arbeit unserer theoretischen Physiker. Долго здесь рассказывать, я не физик, это же надо приглашать наших коллег, сотрудников и физиков. Also ich kann hier nicht lange darüber erzählen, man müsste dann unsere Kollegen, die Physiker einladen, damit die Vorträge darüber halten, das erklären. Но этот эффект основан на так называемой квантовой нелокальности. Und dieser Effekt basiert auf dieser Quanten-Unlokalisierung oder Unlokalisation. Когда информация, значит, вот такая фотонная информация, превращается, частично, по крайней мере, превращается в так называемую спинтронную информацию. Dabei ist es so, dass diese Quanteninformation sich in eine Spin-Information umwandelt. А спинтронная информация берется от того, что фотоны, которым мы считываем информацию с поджелудочных желез, модулируются по поляризации. Und das passiert dadurch, dass diese Quanteninformation, die von der Bauchspeicheldrüse bzw. von den Bauchspeicheldrüsenzellen abgelesen wird. А что такое модуляция по поляризации? Это означает, что мы меняем спиновые состояния фотонов, которые зондируют поджелудочную железу доноров. Вот мы взяли новорожденных крысят, выделили из них поджелудочные железы и считали информацию. Вот таким образом получается спинтронная информация.
Und die Quanten ändern ihre Spintronen-Information, also bei diesem Ableseverfahren. Und man kann es hier auch deutlich sehen, dass halt dieser Informationsaustausch dann stattfindet. Und die Information, die Photonen ändern ihre Spintronen-Information und werden dann weitergegeben. Сейчас есть огромное направление физико-химии, спинтроника. Es gibt jetzt mittlerweile eine Richtung in der physischen Chemie, die Spintronik heißt. Когда химические процессы в веществах, которые участвуют в химических реакциях, меняются под воздействием спиновых состояний ядер атомов, участвующих в химических процессах. Also dabei stellt man fest, dass sich chemische Prozesse verändern, indem man die physikalischen Prozesse auf Quantenebene verändert, beziehungsweise wie das alles zusammenhängt, das wird erforscht. Один из пионеров этого направления – это академик Бучаченко. Einer der Pioniere in diese Richtung ist der Akademiker Бучаченко. Из химического факультета МГУ и там возглавляет другие структуры. Der arbeitet in der химической. In der chemischen Fakultät der MGU ist der Moscow State University. Сейчас он номинируется на Нобелевскую премию. Und er ist dabei, auch einen Nobelpreis dafür zu bekommen für seine Arbeit. Он и его школа работают со спиновым состоянием ядер атомов. Er und seine Schule arbeitet mit dem Spin-Bestandteil oder mit der Spin-Eigenschaften der Atomkerne. Мы работаем со спиновым состоянием фотонов. Und wir arbeiten mit dem Spin-Zustand der Photonen, das von den Chromosomen ausgestrahlt wird, die man mittels einem Laser ablesen kann. Потом эти эксперименты были воспроизведены независимо здесь, в Москве, группой медиков. Diese Experimente wurden wiederholt von unabhängig in Moskau von einer anderen Gruppe von Wissenschaftlern. Они тоже получили вот повышение сахара, потом его снижение, когда вводили информацию. Sie haben ja auch die Erhöhung des Blutzuckerspiegels bekommen und dann die Erniedrigung oder die Minderung des Blutzuckerspiegels, nachdem sie die Informationen hinzugefügt haben. И дополнительную информацию они же получили, вот эта группа из Нижнего Новгорода, ребята-медики. Die gleiche Information hatten in Nizhny Novgorod auch eine Gruppe von Medizinern erhalten. Вот четкие доказательства, значит, вот нормальная интактная поджелудочная железа, где видны бета-клетки, островки Лангергарца. Контрольные исходные. Das ist der Ausgangszustand, wo man so gesunde Beta-Zellen sieht in einer Bauchspeicheldrüse. Это поджелудочная железа, это гистологические срезы. Разрушенные алоксаном. Hier sieht man die Bauchspeicheldrüse, wo die Zellen durch das Alloxan bereits zerstört sind. И вот она уже регенерировала у этих же самых крыс, которые получили благотворное воздействие нормальной поджелудочной железы. Und hier sieht man die Zellen von der Bauchspeicheldrüse von denselben Ratten, die bereits diese Information bekommen haben, diese regenerative Information. То есть сработал спинтронный эквивалент генетической информации. Вот это абсолютно новое. Und dieses Spintrone-Moment, dieses Spintrone-Prozess hat man hier verwendet, der wurde auch aktiv und das war bereits etwas Neues. Новый сам факт квантовой регенерации. Никто никогда не получал этого до нас. Also neu ist der Fakt dieser Quantenregeneration, den vor uns keiner irgendwie bekommen oder erforscht hat. И второе принципиально новое, это то, что произошло, это произошло с помощью спинтронной информации, заключенный в спинирующих фотонах. Und das zweite, der zweite neue Bereich war auch vorher noch nie erforscht oder festgestellt, dass diese Information durch diese Spintrone übertragen, also das Übertragen über Torsionsfelder von dieser Information, wie das tatsächlich zu Regenerationszwecken verwendet werden kann.
То есть фотоны, которые зондировали поджелудочную железу новорожденных крысят, были промодулированы по модуляции, то есть по спиновым состояниям. Also die Photonen, die gesunde Zelle von Babyratten von ihrer Bauchspeicheldrüse abgelesen haben, also diese Photonen haben die gleichen Eigenschaften, also man hat es auf andere Photonen umgesetzt, die gleiche Spin-Eigenschaft bzw. diese gleiche Torsionseigenschaft und sie dann weitergeleitet auf diese kranken Ratten. Кроме того, что это никто раньше не видел, важно еще то, что это говорит о том, что обмен генетической информацией и вообще регуляторной информацией в организме между клетками осуществляется с помощью спиновых состояний фотонов. Also das, was vorher noch keiner gesehen oder gewusst hat, ist, dass der Spin-Zustand der Photonen Фотоны, которые зондируют, фотоны, die Information ablesen, die Photonen, die Information von der Bauchspeicheldrüse ablesen. Что это означает? Was bedeutet das? Это означает, что в принципе мы можем регенерировать инситу в человеческом организме, например. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir im menschlichen, also direkt im menschlichen Körper Organe regenerieren können. Любые органы и ткани, включая сердце. Also alle möglichen Gewebe, Organformen, einschließlich dem Herzen. Also die kann man im Körper regenerieren, dadurch mit diesen Technologien. В принципе, это означает большой скачок в генетике. Im Prinzip ist es ein sehr großer Sprung in der Genetik. Перевод ее на квантовый уровень. Und die Überführung der Genetik auf die Quantenebene. Более того, ребята из Нижнего Новгорода достигли еще такого эффекта очень мощного. Die Jungs aus Nizhnyi Novgorod haben noch einen folgenden, sehr ausschlaggebenden Effekt erreicht. Когда они облучали крыс препаратами, значит, препаратами поджелудочных желез, нормальных, нативных поджелудочных желез, неповрежденных, облучали здоровых крыс. Diese Versuchsgruppe, also als diese Mediziner gesunde Ratten mit dieser gesunden Information bestrahlt haben, also es waren gesunde Ratten mit gesunden Bauchspeicheldrüsen, die wurden auch mit dieser Information bestrahlt. И такие облученные нормальной поджелудочной железой крысы приобретали устойчивость к аллоксану. Und diese Ratten entwickeln dann eine Widerstandskraft gegenüber Alloxan, gegenüber diesem Mittel, was den Ratten bei den anderen Versuchen, was die anderen Ratten bei anderen Versuchen bekommen haben, haben diese gesunden Ratten die Widerstandsfähigkeit gegenüber dieses Mittels aufgebaut. Им вводим мы, ну группа вот эта ребят, которые под моим руководством в Нижнем Новгороде работал. Вводит огромные дозы аллоксана, и при этом сахар не растет. Also diesen Versuchsratten, die dann diese Widerstandsfähigkeit entwickelt haben, führt man sehr hohe Dosen von Alloxan zu, und der Blutzuckerspiegel wächst dabei oder steigt dabei nicht an. 40 дней сахар на одном уровне находится. Über 40 Tage war der Blutzuckerspiegel konstant. Вот, значит, перед нами открываются колоссальные перспективы. Vor uns öffnen sich kolossale Perspektiven. По работе с генетическим аппаратом живых систем. Kolossale Möglichkeiten, also über Arbeit, also was die Arbeit mit auf der genetischen Ebene mit den Organen zu tun hat. В том числе с организмом человека, и что можно в организме человека вырастить практически все, что хотите. Das bedeutet, dass man auf dieser Ebene mit dem menschlichen Körper so arbeiten kann, dass sie praktisch im menschlichen Körper jedes Organ quasi züchten können, das sie möchten. Das heißt, alte Organe durch neue austauschen. Прямо в организме человека. Direkt im menschlichen Körper. Это реальный путь к торможению старения. Das ist ein realer Weg, um die Alterungsprozesse zum Stillstand zu bringen. Я вам говорил, что молекулы ДНК излучают звук. Ich habe darüber gesprochen, dass die Moleküle der DNS Töne aussenden. Вот этот звук, вот он, видите?
Hier ist dieses Geräusch, hier ist es verdeutlicht. Also hier sind diese Frequenzen abgebildet. Вот эти вот графики, которые отображают вот такие звуковые колебания ДНК. Also hier sind diese Frequenzwellen, die DNS aussendet. Вот это ДНК. Das ist die DNS. Это рибосомы. Das sind die Ribosomen. Это коллаген. Das ist das Kollagen. Причем они дают парные повторяющиеся спектры. Also sie vermitteln oder senden der paarweise sich wiederholende Spektren aus. Это очень важно, важно вот почему. Das ist sehr wichtig und wichtig deshalb. Прекрасно биологи знают, что простые животные могут регенерировать у себя конечности. Например, тритон лапку может регенерировать. Das weiß man, weil Biologen wissen und verstehen, dass sogar primitive Lebensformen bestimmte Organe regenerieren können, zum Beispiel, dass kleine Tiere eine Pfote oder Tatze regenerieren können. Краб может регенерировать собственную клещевую, если он утратил ее. Wenn eine Krabbe eins von seinen Zangen verloren hat, dann kann die Krabbe das auch regenerieren lassen. Червь планария, если разрезать на тысячи кусочков, каждый кусочек дает нового червяка. Ein bestimmter Wurm, den man in tausend Teile zerschneidet, der gibt auch dann wieder tausend neue Würmer. Хорошо бы нам такое иметь. Gut, wenn wir auch über sowas verfügen würden. Но мы утратили эту способность. Aber wir haben diese Eigenschaft verloren. Мы высокостоящие существа биологические. Weil wir biologisch eine sehr hochgestellte Wesen sind. Которые защищают сами себя. Die sich selbst verteidigen. От повреждений. Von Verletzungen. Тем, что имеют милицию и армию. Indem sie über Militär und Polizei verfügen. В худшем случае имеют кулаки. Und im schlimmsten Fall auch die eigenen Fäuste verwenden können. Так вот, значит, мы можем это явление использовать в своих целях. Более того, есть, например, медузы, да, вот простейшее существо, медуза. Also diese ganzen Prozesse können wir zum Guten für uns verwenden, für uns Menschen. Als ein anderes Beispiel, es gibt bestimmte Quallen. Медуза, которая может дожить до старости и быстро превратиться в полип, то есть в эмбрион, в собственный эмбрион. Also Quallen, die bis zu einem 100-jährigen Alter leben können und dann sich in ein Polyp verwandeln, also in ein Embryo von sich selbst quasi. И такая медуза, ее называют Тритопсис. Und so eine Qualle, die nennt man Tritopsis. Она может жить бесконечно долго. Sie kann unendlich lange leben. В организме человека тоже есть бессмертные клетки, ну, например, раковые. In einem menschlichen Körper gibt es auch Zellen, die ewig leben, zum Beispiel die Krebszellen, die nicht absterben. Но раковые клетки не годятся. Aber keiner braucht diese Krebszellen. Есть стволовые клетки, которые тоже вечные. Es gibt Stammzellen, die ebenfalls ewig sind. Есть специально выведенные клетки, значит, так называемые иммортализованные бессмертные клетки. Es gibt speziell gezüchtete Zellen, also die immortal, also die unsterblich gemachten Zellen oder die bis in den Zustand von Unsterblichkeit gezüchtete Körperzellen, которые игнорируют этот процесс укорочения хромосом при делении клеток, die ignorieren diesen Prozess, dass die Chromosomen kürzer werden bei der Zellteilung. Это уведет нас далеко в сторону. Das führt uns ab vom Weg. Поэтому сейчас перейдем немножечко на другое. Deshalb kommen wir jetzt zu einem anderen Thema. Эксперименты, которые подводили меня чисто теоретически, но и экспериментально тоже к тому, что мы сделали. Die Experimente, die mich auf theoretischer Ebene und teilweise auch auf praktischer, experimentaler Ebene herangeführt haben, zu dem, was wir geschaffen haben. Вот вопрос, что читает молекула ДНК или молекула информационной РНК? Кто? Какие структуры? Что там сидит маленький зеленый человечек, который читает? Die Frage, was liest jetzt die genetischen Strukturen und die molekularen Strukturen der DNS? Ist dort etwa ein grünes Männchen, das dort liest und diese Information vorliest? Есть так называемые волновые процессы, видимо, информационные, так называемые солитонные процессы. Es gibt also Wellen, Informationsprozesse, die man als die Solitonenprozesse bezeichnet. И вот мы проделали экспериментальную работу, в которой
принимала активное участие вот моя жена Екатерина. Wir haben experimentelle Arbeit durchgeführt, bei denen aktiv auch meine Frau, die Екатерина, mitgewirkt hat. Это чисто математические эксперименты такие. Das sind rein mathematische Experimente. Где мы запускали так называемые селектронные процессы на молекулах ДНК. Например, вот в этом месте мы запускали возбуждение в виде вращательных колебаний ДНК. Also wo wir diese selektoren Prozesse in die DNS hineingefügt haben bzw. angefangen haben, so darauf zu wirken auf die DNS. Процессы, которые описываются так называемыми селектронными состояниями, это физика чистая. Also das ist reine Physik, also Prozesse, die als selektoren Prozesse bezeichnet werden in der Physik. Но для нас, как биологов, как молекулярных биологов, генетиков, важно то, что когда этот процесс запускается на молекулы ДНК, вот смотрите, по этой оси молекулы ДНК, вот длина ее. По этой оси время. Also, es ist wichtig zu sehen für uns als Biochemiker, ist es wichtig zu sehen, wenn wir diese Prozesse auslösen und dann die Zeitachse betrachten. И третья ось – это амплитуда селитона, величина его. Und die dritte Achse ist die Amplitude des Selektons, also seine Größe. Если вы запустили вот на этом месте селектронное возбуждение, то он во времени идет, читает молекулу ДНК и дает вот такую траекторию. Wenn wir diesen Prozess einleiten, diesen selektoren Prozess zum Ablesen der DNS einleiten, führt er so eine bestimmte Flugbahn, also setzt sich sofort in diesem Bewegungsmuster. Если на той же молекуле ДНК вы запускаете такое вращение селитонное в другом месте ДНК, в другом месте текста ДНК. Wenn Sie auf das Genom einen anderen Prozess, also an einer anderen Stelle diesen selektoren Prozess einleiten und das auf ihn auf einer anderen Stelle wirken. Текст ДНК на гене ДНК, ген ДНК мы читаем с помощью селитона. Also die Gene der DNS lesen wir mit Hilfe dieser Solitone. Видите, траектория его поменялась. Он возбужден в другом месте. Und die Flugbahn hat sich jetzt geändert, weil er an einer anderen Stelle, also erregt wurde durch diesen Solitonenprozess. И в этом месте совершенно другая последовательность нуклеотидов букв. Und an dieser Stelle haben wir eine ganz andere Folge von Buchstaben und Nukleiden. И траектория селитона зависит от текста. То есть он как бы читает текст ДНК или текст РНК. Und ja, diese Folge, diese Informationsentnahme dieses Solitons ist auch davon abhängig, wie gesagt, an welcher Stelle er eingeführt wird oder eingeleitet wird. Und hier kann man sehen, wie die DNS oder die Information abgelesen wird. Но при этом очень важно, принципиально важно то, что селитон при этом излучает физическое поле электромагнитное. Und dieser Soliton, der die Information bzw. den Text abliest, es ist sehr wichtig zu verstehen, dass hier ein bioelektromagnetisches Feld ausstrahlt. В том числе и поле, которое содержит торсионную составляющую, спинтронную составляющую. Unter anderem auch Felder bzw. ein Feld, das über diese ja, Torsionsfelder oder über diese Torsionseigenschaften verfügt. Таким образом, когда прочитывается молекула РНК, например, информационная РНК, вот таким селитоном. Wenn durch so ein Soliton die Informationsbestandteile der Ribosomen abgelesen werden, то рибосома получает последовательность от контекста информационной РНК. Dann bekommt der Ribosom eine bestimmte Abfolge. Und ja, die Ribosome bekommen dann die Information von der Folge von diesem genetischen Code der von der Informations-RNK, also nicht die DNS, sondern von der RNS. И тогда становится понятно, почему рибосома знает контекст информационной РНК, чтобы принять правильное решение
о выборе той или иной аминокислоты из двух разных, когда встречает кадон аммонием. Dann wird es deutlich, weil die Ribosome ja den ganzen Kontext abliest, wird daraus deutlich, dass unter diesem Kontext eine bestimmte Entscheidung getroffen wird, wie man halt diese Sequenz entschlüsselt. Ну вот здесь я просто показываю, что значит, когда лазер считывает информацию с биологически активных молекул, то hier kann man sehen, wo ein Laser die Information von biologisch aktiven Molekülen abliest, то он меняет, так сказать, свою структуру, и его можно перевести в звук. Лазер меняет свою структуру. Луч лазера меняет свою структуру. Dass der Laserstrahl seine Struktur verändert. И мы получаем самый разный спектр от самых разных биологических активных веществ. Und wir bekommen unterschiedliche Spektren von unterschiedlichen Lebewesen oder von unterschiedlichen Zuständen der Zellen bzw. des Materials, das ja, gelesen wird. Почему это важно? Warum ist das wichtig? Потому что, когда мы используем этот лазер как систему считывания информации, то эта информация считывается о всех метаболитах. То есть это все метаболиты называются метаболомом. Warum das wichtig ist? Weil die Information gleichzeitig von allen Metaboliten abgelesen wird, so gleichzeitig und auf einmal, und die gesamte dieser Metaboliten man als Metabolom bezeichnet. То есть, когда лазер считывал информацию с поджелудочных желез, новорожденных крысят. Als der Laser die Information von der Bauchspeicheldrüse dieser Rattenbabys abgelesen hat. То есть, он считывал информацию не только с ДНК, с генов. Ja, dann hat er die Information nicht nur von der DNK, also nicht nur von den Genen abgelesen, то есть со всего метаболома, sondern vom ganzen Metabolom. Вот уникальная особенность вот такого рода лазеров, Also diese einzigartige die Fähigkeit oder Möglichkeit dieser Laser заключается в их уникальной способности. Also besteht darin, dass diese Laser in diese einzigartige Möglichkeit besitzen, читать метаболом целиком. Dieses Metabolom ganzheitlich abzulesen. Что мы использовали дальше? Was wir da auch, dann auch im Weiteren verwendet haben? Ну вот, например, здесь я уже перехожу от субстратов биологических, когда мы считывали лазером информацию с поджелудочных желез или прямо с растений. Hier gehe ich weiter von den Tatsachen oder Versuchen, wo wir Informationen von Pflanzen oder von Zellen, zum Beispiel von den Bauchspeicheldrüsenzellen, abgelesen haben. И пускай вас не пугает то, что мы считывали информацию с крови, например. Und es soll euch nicht erschrecken, dass wir Informationen zum Beispiel von Informationen auch vom menschlichen Blut abgelesen haben. Да, вот здесь снимок. Значит, общий панорамный снимок зубов 60-летней женщины, у которой зубов вообще не было. Hier haben wir eine Aufnahme einer 60-jährigen Frau, also Kiefer- und Zahnaufnahmen, die praktisch gar keine Zähne mehr gehabt hat. Но мы взяли кровь из ее пальчика и ее внука 9-летнего, у которого была смена зубов. Wir haben aber dann Blut abgenommen von ihrem Enkelsohn, der gerade neue Zähne bekommen hat, also seine Zähne. И мы получили результат, который никто никогда не получал. Und wir haben dann ein Resultat bekommen, den keiner vorher bekommen hat. У этой женщины выросли три коренных, регенерировали, точнее, три коренных зуба. Вот этот. Und bei der Frau regenerierten sich drei Backenzähne. Еще один коренной зуб. Hier noch ein Backenzahn. И вот здесь коренной зуб. Und da unten ein dritter Backenzahn. Die regenerierten dann. Эти зубы уперлись в протезы, которые она не снимала никогда. Also diese Frau hat Prothesen getragen und diese Zähne wuchsen gegen diese Prothesen. Уперлись и значит, пошли в сторону эти зубы. Und weil die Zähne nicht geradeaus wachsen konnten, wuchsen sie zur Seite, weil die Frau Prothesen getragen hat. Это аномалия. Das ist eine Anomalie. Они повредили окружающие ткани при регенерации. Bei der Regeneration zerstörten die Zähne das umliegende Gewebe. У нее произошел отек обеих челюстей и нижней, и верхней.
Die Frau hatte Schwellungen bzw. Ödeme an beiden Kiefern, am Ober- und am Unterkiefer. И когда она побежала к рентгенологу, получила эти снимки, то все были в шоке. Und als sie zum Röntgen gegangen sind und diese Aufnahmen gemacht hat, waren alle geschockt. Причем у нее эти зубы регенерировали буквально там где-то за 2-3 недели. Dabei regenerierten sich die Zähne in einer sehr kurzen Zeit, also innerhalb von 2-3 Wochen. Нормальный рост зубов у человека, вот детские зубы, которые превращаются в коренные, занимает примерно 9 месяцев. Der Wachstum eines Zahns eines jungen Menschen, wenn er einen Backenzahn bekommt, entwickelt und wächst innerhalb von ungefähr 9 Monaten. Здесь мы столкнулись впервые с феноменом изменяющейся структуры биологического времени, то есть фрактальностью биологического времени. Und hier sind wir zum ersten Mal an das Phänomen gestoßen, an die Veränderung der Zeit, also dass man die Zeit in der Fraktale aufteilen kann, beziehungsweise von dieser fraktalen Eigenschaft und Wirkung der Zeit. Кратенько об этих результатах. Эту женщину мы лечили от диабета, поэтому результат с зубами получился случайно. Also die Frau wurde eigentlich gegen Diabetes behandelt, deshalb war das ein Zufall, dass es mit den Zähnen sich so ergeben hat. Ну таких случайностей полна медицина, и это очень интересные случайности. Von solchen Zufällen ist die ganze Medizin voll, deshalb ist es so eine gesetzmäßige Zufälligkeit. Во-первых, это первый прецедент квантовой регенерации зубов. Also das ist der erste Fall von dieser Quantenregeneration von Zähnen. И второе, это ускоренная регенерация в течение там 2-3 недель. Надо 9 месяцев, чтобы нормально произошло рост и развитие зубов. Und der zweite Aspekt, warum das ein Präzedenzfall war, weil die Zähne sich innerhalb von so einer kurzen Zeit regeneriert haben, wo es normalerweise halt 9 Monate dauert, war eben, die hatten nach 2-3 Wochen wieder sichtbar. Самое печальное то, что когда начальство узнало о этих результатах, мою группу из Нижнего Новгорода собрали и закрыли ее. А теперь ее снова собрали, но засекретили. Als man festgestellt hat, beziehungsweise als es an die Öffentlichkeit kam, diese Versuche und Resultate, hat man diese ganze Gruppe geschlossen eigentlich, und jetzt hält man das alles geheim, also diese Forschungsarbeit von dieser Gruppe. Теперь другие практические результаты. Я сейчас буду говорить о том, что хорошая теория, я не претендую, что у нас хорошая теория, но думаю, что она в основном правильная. Так вот, правильная, адекватная теория очень практична. Вот на практике я показываю, что получилось при применении наших технологий. Also ich werde jetzt anhand von weiteren Beispielen zeigen, dass unsere Theorie funktioniert. Also eine gute Theorie kann man sehr gut auch durch Praxis belegen. Und hier sind Praxisbeispiele, wie unsere Technologien funktionieren. Вот пример диабета, крайняя степень диабета, которая заканчивается язвами, так называемая диабетическая язва стопы. Also hier sind extreme Beispiele von Diabetes. Diabetes, die durch solche Wunden hier speziell am Fuß dann so enden. Вот видите, это вот последняя стадия. Hier sehen Sie das letzte Stadium. Последняя стадия этого заболевания, когда надо оперировать и удалять хирургическим путем. Also hier an diesem Stadium müsste man eigentlich operieren und chirurgisch diese Wunden und werden dann entfernen. Если на этой стадии не оперировать, не удалить эту стопу, то человек просто умирает. Wenn man an diesem Stadium also den Fuß nicht operativ entfernt, also amputiert, wird der Mensch sterben. Вот через 2 недели после нашего лечения, видите, как у нее практически уже заросло все, вот это остаточное. А дальше еще полностью все исчезло. Also bereits nach 2 Wochen Behandlung von uns könnt ihr diese Erfolge sehen, dass es praktisch fast ausgeheilt ist. Und im Weiteren kam hier es zu einer kompletten vollen Ausheilung. Вот я говорил вам о метаболоме. Значит, наше лазерное считывание биологически активных веществ. Любых практически. Все те, которые вращают плоскость поляризации света, и фотоны этого лазера входят в состояние определенного состояния спинового состояния фотонов.
Also hier ist es auch ein Beispiel dieser Arbeit mit dem Metabolom, mit dem Ablesen von dieser gesunden Information, also das Ablesen mit Hilfe von Photonen, die in einem Spin-Zustand sich befinden und halt diese Weitergabe, diese Übertragung von dieser Information auf der Photonenebene. Вот что мы делаем? Мы берем просто биологически активные вещества, самые разные. Also was wir dabei machen, wir nehmen biologisch aktive ja, Stoffe, also ganz unterschiedliche. Например, экстракты женьшеня, экстракты мумиё и так далее. Zum Beispiel das Ginseng-Extrakt oder das Mumio-Extrakt und so weiter. Сотни биологически активных веществ природного происхождения есть, плюс тысячи синтезированных химиками. Es gibt hunderte und hunderte biologisch aktive Stoffe und es gibt tausende chemisch hergestellte Stoffe, also die Chemiker als Heilmittel hergestellt haben. Вот используя способность фотонов на своих спиновых или поляризационных состояниях записывать информацию о таких биологически активных веществ. Вот основываясь на этом, мы создаем лекарство. Сейчас скажу как. Also auf Grundlage dessen, dass wir diese Spin-Eigenschaften der Photone aufnehmen können, das irgendwie speichern können auch und diese Informationen übertragen, also dem Wirkstoff eigentlich diese Informationen entziehen können. Wie wir das machen und wie wir das verwenden, werden wir im Weiteren auch jetzt sehen. Я подумал, что если мы можем считывать информацию даже с поджелудочной железы, с ее тысячами, сотнями тысяч метаболитов. Also, ich habe jetzt das so festgestellt und für mich beschlossen, wenn wir schon die Informationen von den Metaboliten einer Bauchspeicheldrüse ablesen können. Здорового состояния этих метаболитов. Unter anderem auch ja, diesen gesunden Zustand dieser Metaboliten. И потом это здоровое состояние переводить на биосистему реципиент, например, на крыс, у которых вот вызван диабет. Und weil wir ja diesen gesunden Zustand auf die Versuchsobjekte, in diesem Fall auf Tierratten, bei dem Versuch, der gezeigt wurde, übertragen konnten. И при этом происходит регенерация in situ желез прямо в теле животных. Deshalb oder weil es dann auch zu dieser In-situ-Regeneration führt, also dass das Organ sich im Inneren des Körpers also direkt regeneriert. То почему бы нельзя использовать это для лечения вот таких вот процессов, как язва, диабетическая язва стопы? Тысячи людей больные умирают от этого. Und wir haben uns gedacht, warum können wir jetzt nicht bei diesen diabeteskranken Menschen das auch verwenden, diese Technologien, vor allem die Menschen oder Fälle, die solche Wunden entwickeln, weil es gibt Tausende und Tausende solche Patienten, wo man das auch anwenden könnte. Ja, вот результат. Мы имеем излеченную стопу практически. Und hier haben wir das Resultat, einen fast vollkommen ausgeheilten Fuß. Вот другой случай. Но здесь мы уже используем другую методику. Пусть она вас не удивляет, потому что она ну, необычна как бы. Hier ist ein anderer Fall, aber wir verwenden hier eine ganz andere Methodik und die soll euch nicht wundern, weil sie ungewöhnlich ist. Видите, у этого больного человека перекошена левая половина лица. Bei diesem kranken Menschen, Patienten, seht ihr, dass der linke Teil des Gesichtes also nicht symmetrisch ist oder verzerrt ist. Потому что ему перерезали лицевой нерв. Weil man seinen Gesichtsnerv verletzt, also durchgeschnitten hat. И, значит, паралич левой половины лица. Also ihr hat Unbeweglichkeit bzw. Ist eine Gesichtshälfte paralysiert. Вот мы решили использовать такую методику, которая, повторяю, может удивлять, но тем не менее это сработало. Wir haben folgende Methodik verwendet. Es kann sein, dass ihr euch darüber wundert, aber die hat dann trotzdem funktioniert. В качестве источника лечебной информации мы использовали фотографию, детскую фотографию вот этого человека.
Als Quelle für die heilende Information haben wir ein Foto aus der Kindheit dieses Menschen verwendet. Фотография его в детском состоянии, в пятилетнем состоянии. Also ein Foto von diesem Mann, als fünf Jahre alt war. И мы просто лазером считали информацию, которая дается, значит, вот этой детской фотографии. Mit einem Laser haben wir die Information abgelesen, abgetastet, die Information, die das Bild, also dieses Mannes, als fünf Jahre alt war, hergegeben hat. Вместо клеток, тканей, крови и так далее, которые мы раньше использовали как источник лечебной информации, мы взяли просто здоровую фотографию. Also statt Blut oder Körperzellen des Patienten oder eines anderen Lebewesens haben wir jetzt in diesem Fall ein Foto hergenommen, um die Information abzulesen. И записали информацию вот этим лазером нашим. Und haben die Information gespeichert mit Hilfe dieses Lasers, den wir entwickelt haben. Причем интересно то, что для этого лазера этого не было известно, это я обнаружил, так сказать, в процессе работы с этим лазером. Also ich muss noch anfügen, dass es vorher nicht bekannt war. Also ich habe das festgestellt im Prozess meiner Arbeit, also mit diesen Geräten. Вот эти фотоны, которые модулированы по спиновым состояниям, которые вот вернулись в лазер, при считывании информации с любого живого объекта, включая фотографию. Also diese Photonen, die dann zurückkehren in das Aufnahmegerät, nachdem sie die Information abgelesen haben, ob das jetzt ein Foto ist oder so richtige Zellen oder ein Lebewesen. Эти фотоны моделированы по поляризации, или то же самое, что одно и то же по спиновым состояниям своим. Also diese Photonen sind moduliert, also ihrem Spin-Zustand nach. Вот такая спиновая или спинтронная информация, это просто, ну, кладезь информации, это то, что никто никогда, медицина еще не владела, способностью записать здоровое состояние человека по его собственной детской фотографии здоровой. Und dieser Spin-Zustand dieser Photonen, es ist ein sehr, ein Riesenschatz an Information, das uns ermöglicht, halt diese Informationen aufnehmen und zu speichern, unter anderem auch von Kindheitsfotos von Patienten. Причем самое интересное заключается в том, что такие фотоны, получившиеся в результате сканирования фотографии или там ткани, крови и так далее, и так далее, эти фотоны переходят в широкополосное электромагнитное поле. Also es wurde auch noch festgestellt, dass diese Photonen, die halt zum Ablesen verwendet werden, dass diese Photonen dann letztendlich ein breit oder mehrdimensionales elektromagnetisches Feld durchlaufen oder über dieses Feld durchgehen. Я назвал его модулированное широкополосное электромагнитное поле. Und ich habe es als das breitflächiges oder mehrschichtiges elektromagnetisches Feld getauft. И в этом широкополосном поле можно взять любую частоту. Und in diesem elektromagnetischen Feld kann man eine jegliche Frequenz so herausnehmen. Перевести ее в звук. Und diese Frequenz in einen Ton verwandeln. Как это делает радиоприемник, когда ты на определенной длине волны, на определенной частоте записываешь звук. Wie das ein Radiogerät macht, wenn man jetzt auf einer weiten Entfernung einen bestimmten Ton aufnimmt. Этот звук мы записываем. Diesen Ton zeichnen wir auf. В формате MP3 и WAV, в двух форматах. Im MP3-Format und im WAV-Format, also in zwei Formaten. И даем больному человеку слушать это. Und lassen den Patienten das anhören, also diese Frequenzen. Теория, значит, квантовая теория говорит о том, что звуковые или акустические поля способны переносить спинтронное состояние. Это не наша идея, это давно показано физиками. Also die Wellengenetik bzw. auch die Physiker sagen, dass die Information bzw. die Photonen durch diesen ihren Torsionszustand, diese Eigenschaften, diese Informationen auf Entfernungen übertragen können. И вот благодаря этому этот человек, мы дали вот такое звуковое поле, записанное просто на плеер.
Also wir haben diesen Patienten dieses ja, Energiefeld in Form von Tönen und Geräuschen auf ein ja, Play aufgezeichnet, auf ein Abspielgerät. Он кладет этот плеер на рядом с собой на ночь, как правило. Und er legt diesen Play, dieses Abspielgerät neben sich in der Nacht, in der Regel oder nachts. И всю ночь он слушает в повторяющемся режиме один и тот же звуковой файл. Und er hört praktisch die ganze Nacht diesen, diese Datei, also die sich ständig wiederholt. Also diese Datei, wo diese Geräusche und Töne aufgezeichnet sind. Это длится, как правило, несколько месяцев. Und das dauert in der Regel einige Monate, so eine Behandlung. Ну, результат, как это говорится, на лице. Видите, вот пораженный человек, у него левая часть пораженная. И вот он после нашего воздействия. После 11 месяцев. Und das Resultat kann man hier offensichtlich auch sehr gut erkennen. Auf der linken Seite ist sein Gesicht noch beschädigt, eine Gesichtshälfte. Und auf der anderen, nach ungefähr 8 Monaten Behandlung, sieht er bereits ganz anders aus. То есть произошло то, что медицина не ожидала до сих пор. Произошла регенерация лицевого нерва. Считалось, что Нервы не регенерируют, оказывается, регенерируют. Es ist auch etwas passiert, was an was die Medizin nicht geglaubt hat oder was es in der Medizin noch nie vorher stattgefunden hat, dass sich ein Nerv, unter anderem ein Gesichtsnerv, regeneriert. Und in diesem Fall hat man diese Regeneration des Gesichtsnerves feststellen können. Ну, этот случай по сравнению со следующим вот этим случаем слабенький, а вот здесь слепая женщина у нас. Dieser Fall ist ein, ja, von, also noch nicht so stark ausgeprägt, beziehungsweise ist eher noch nicht so ernsthafter Fall. Der nächste Fall ist ein bisschen ernsthafter, da geht es um eine blinde Frau. Слепая на правый глаз. Also beim nächsten Fall, oder die nächste Patientin war eine Frau, die auf dem rechten Auge blind war. Вот спектры, значит, сетчатки глаза правого слепого и левого. Левый глаз видит на 70%, правый глаз имеет нулевую фактически. Hier sehen wir die Diagramme von der Netzhaut der Frau, also das левый на 70%. Das linke Auge sieht zu 70%. Правый 0%. Und das rechte Auge sieht 0% praktisch. Also eine, die schwarze Zone. Also ist die blinde Zone sozusagen. После 11 месяцев прослушивания, видите, у нее правый глаз, вот эта зона нулевая стала вот такой зоной. Nach 11 Monaten, wo sie diese Töne angehört hat, правый слепой глаз, а левый, тот, который видел на 70%, стал видеть на 90%. Also das ist das rechte Auge, was hier bereits Verbesserungen aufzeigt und das linke Auge, das 70% Sehkraft hatte, hat dann 90% Sehkraft entwickelt. На правом глазу сетчатки не было, она так родилась. Это было генетическое уродство, которое мы исправили. Also auf dem rechten Auge hatte sie keine Netzhaut. Das war so ein ja, genetischer, beziehungsweise von der Geburt an hat sie das gehabt, dass ihr die Netzhaut auf dem rechten Auge gefehlt hat. Ну, покойному Федорову. Гению в этой области такие результаты не снились. Also dem verstorbenen Fedorov, dem Genie in dieser medizinischen Richtung, der hat, konnte nicht mal träumen von solchen ja, Ergebnissen. А вот результат с собачкой. Das ist das Resultat oder Ergebnis bei einem Hund. Мы у этой собачки с правой и с левой стороны позади клыков, значит, с одной стороны удалили зуб. Bei diesem Hund, also hinter dem Eckzahn, oder genau, hinter dem Eckzahn hat man einen weiteren Zahn entfernt. Вот эта область удаленного зуба. Das ist der Bereich des entfernten Zahnes. Контрольная область, которую мы никак не трогали, ничем, никакими воздействиями. Und der Kontrollbereich, auf den wir gar nicht oder mit nirgendwie eingewirkt haben. А вот правая область, где вот был удален зуб, а теперь он регенерировал. Und das ist die rechte Seite, wo man den Zahn entfernt hat und der jetzt ja, sich regeneriert hat. Мы получили феномен квантовой регенерации собачьего зуба.
Wir haben hier das Phänomen der Quantenregeneration eines Hundezahns erhalten. Это само по себе прецедент. Das ist auch ein Präzedenzfall. Но это еще не все. Das ist aber auch noch nicht alles. Потому что мы использовали зачаток человеческого зуба. Weil wir so einen kleinen Teil, also praktisch den Keim eines menschlichen Zahnes verwendet haben, который мы программировали, облучая его информацией, взятой со стволовых клеток пуповины человека. Und diesen Zahn, beziehungsweise den hallo? Ja. Den Keim des menschlichen Zahnes haben wir ebenfalls bestrahlt mit Stammzellen aus dem Bauchnabel des Menschen. В течение, значит, примерно двух недель мы вводили вот такую информацию в стволовые клетки и вводили в область удаленного зуба. Also und innerhalb von zwei Wochen haben wir die Information, die wir den Stammzellen entnommen haben, in diesem Zahnkeim entnommen haben, haben wir hineingestrahlt oder hineingefügt in den Bereich des beschädigten Zahnes. В течение 9 месяцев вот регенерировал полностью здоровый собачий зуб. Und innerhalb von 9 Monaten regenerierte sich ein gesunder, vollständiger Hundezahn. Что здесь интересно? Интересно, что кроме прецедента регенерации зуба, квантовой регенерации зуба, что раньше никто этого не делал, получился феномен перекодировки человеческой генетической информации в собачью. Nächster Präzedenzfall, der hier dabei geschehen ist, dass man die Information von einem menschlichen Zahn abgelesen hat, also eine menschliche Information, die wurde hier umkodiert und es entstand ein Hundezahn daraus, also etwas Tierisches. Theoretische Genetik, которой фактически нет, весьма далека от того, чтобы объяснить этот феномен, второй феномен. Die theoretische Genetik, die praktisch noch gar nicht existiert, ist sehr weit davon entfernt, dieses Phänomen, was bei diesem Fall passiert ist, zu erklären. Как могла произойти перекодировка человеческой информации в собачью, значит, пока никому не известно. Wie diese Umkodierung der menschlichen Informationen in Hundeinformation passiert ist, das noch bis jetzt unbekannt und bleibt unerklärt. Снова переходим к человеку. Wir gehen wieder zurück zum Menschen. Вот этот парень молодой, да? Зовут его Мэтт Коэн. Dieser junge Mann, der Мэтт Коэн heißt, живет в Йоханнесбурге. Lebt in Johannesburg. 20 лет он был гонщик, автогонщик. Mit 20 Jahren war er Autorennenfahrer. И в гонках попал в аварию. Und bei einem Rennen kam er in einen Unfall. И порвал себе спиной мозг. Und bei ihm wurde der große Nerv in der Wirbelsäule durchtrennt. И в течение 12 лет он был полностью парализован. Und auf Dauer von 12 Jahren war er vollständig paralysiert. Значит, мы туда прилетели к нему. Мама его, миллионерша, значит, попросила помочь. Also wir gingen nach Johannesburg. Seine Mutter ist Millionärin. Sie hat uns um Hilfe gebeten. Мамочка его транспортировала из Йоханнесбурга в Москву. Это огромное, так сказать, предприятие было. Und die Mutter hat ihn aus Johannesburg nach Moskau transportiert. Das war ein sehr großes Unternehmen. Перетащить неподвижного человека, так сказать, из Йоганнесбурга в Москву, но это она сделала. Einen ja praktisch bewegungslosen Mann aus Johannesburg nach Moskau zu transportieren, das war eine sehr schwere Aufgabe. Die Mutter hat es trotzdem gemacht. Мы его посмотрели с нашим медиком, с которым мы работаем. Wir haben ihn mit unseren Medizinern angeguckt, also mit den Medizinern, mit denen wir zusammenarbeiten. И поняли, что в Москве это сделать нельзя, потому что научная медицинская общественность полностью отрицала вот все, что мы делаем. Und wir haben auch dann festgestellt, dass es in Moskau unmöglich ist, das zu machen, weil die Medizinwelt dort das vollständig abstreitet und verneint, also unsere Arbeiten und unsere Entwicklungen. Мои теоретические исследования в области генетики они игнорировали, практические результаты они просто не обращали на них никакого внимания. Also meine theoretischen Errungenschaften und Forschungen wurden ignoriert und meine praktischen
Beweise dafür wurden auch gar nicht in Acht genommen. Что мы сделали с этим парнем? Was haben wir dann mit diesem jungen Mann gemacht? Мы взяли его стволовые клетки из его собственной жировой ткани. Wir haben ihm Stammzellen entnommen aus seinem eigenen Fettgewebe. Так называемые мезенхимальные стволовые клетки. Also die mesenchymalen Stammzellen. После этого мы взяли абортивного ребеночка, удалили размером около 3-5 сантиметров, свежий абортивный материал. Also wir haben dann ein abgetriebenes Kind, also abgetriebenen Fötus hergenommen, also der noch frisch war. Хирургически с помощью квалифицированных медиков выделили спинной мозг. Haben ihm dann den Nervenstrang entnommen aus dem Rücken, so operativ. Из этого эмбриона выделили. Aus diesem kleinen Embryo. И лазером считали информацию, генетико-метаболическую, то есть метаболом нейронов, мы считали, получили запись в виде звука, записали эту, сделали запись на флешке. Und wir haben dann das Metabolom dann abgelesen mit Hilfe von unseren Geräten, haben also die Information aufgezeichnet und auf einem USB-Stick gespeichert. Положили эту флешку в карман. Haben diesen USB-Stick in die Tasche gelegt. И мои ребята, значит, полетели в Йоханнесбург. Und meine Jungs sind dann nach Johannesburg geflogen. И в течение двух лет они облучали этой информацией, считанные с эмбриона человека, облучали его, Мэтта Коэна, стволовые клетки, мезенхимальные стволовые клетки, вот этой самой звуковой информацией, записанной с вот этого абортивного материала. Und für die nächsten zwei Jahre der Behandlung hat man diesen jungen Mann dann mit dieser Information bestrahlt, die man damals diesem Embryo in Moskau entnommen hat. Вот вы видите первые результаты, первые шаги вот этого Мэтта Коэна. Hier sehen Sie die ersten Resultate, die ersten Schritte von dem Matt Cohen. Вот, которые у него ноги ослабли за 12 лет, деградация мышц произошла. Also nach den 12 Jahren hat er eine Degradation der Muskeln, also er wurde ganz schwach, beziehungsweise die Beine waren ganz schwach nach 12 Jahren. Но он с помощью вот этих палочек все-таки с трудом передвигался. Und mit Hilfe dieser Stöcke konnte er sich, es war eigentlich eine schwere Aufgabe, er konnte sich aber trotzdem bewegen. Это уже огромное достижение. Das war bereits eine große Errungenschaft. Человек встал на ноги. Also der Mensch stand wieder auf. Ну, второй вот. А вот плечевой пояс великолепно работает. Он подтягивается на турнике. Also sein, der Schultergürtel, Schulterbereich arbeitet sehr gut, ist sehr gut trainiert. Also er macht Klimmzüge. Водит машину. Er kann Auto fahren. Участвует в гонках. Also nimmt wieder an Autorennen teil. Гонках для инвалидов. Also für halt behinderte Menschen. То есть парень фактически вернулся к нормальной жизни, имеет офис и бизнес. Also der junge Mann ist praktisch ins Leben zurückgekehrt, hat sein eigenes Büro, hat sein eigenes Geschäft oder Unternehmen. Эту медицину уже отрицать не может, просто они молчат и все. Das kann die Medizin nicht mehr verneinen, die schweigen lediglich darüber. Теперь очень важный вопрос о структуре биологического времени. Jetzt eine wichtige Frage über die Struktur der biologischen Zeit. То есть биологическое время – это не ньютоновское время, вселенское, а это его собственное. Вот у каждого из нас свое собственное биологическое время, которое мы проживаем от момента рождения до смерти. Die biologische Zeit ist nicht etwa die ньютонsche Zeit, die im Universum verläuft. Die biologische Zeit ist bei jedem Menschen individuell und beginnt dann mit seiner Geburt und verläuft bis zu seinem Tod. И оказывается, можно его замедлить, это время. Und es stellt sich heraus, dass man diese Zeit verlangsamen kann. Вот мы поставили простейший эксперимент, который демонстрирует это. Wir haben hier ein ganz einfaches Experiment aufgebaut, das diese Tatsache demonstriert. Вот проростки гороха, которые справа. Das sind Keime von Erbsenkeime, die ihr hier rechts sehen könnt. Вот они примерно в течение 3-4 дней вот дают вот такой рост. Also innerhalb von 3-4 Tagen zeigen sie diesen Wachstum. Also diese Erbsenkeime, die ihr hier sehen könnt. А слева другие такие же семена гороха. Links seht ihr die so gleich oder ähnliche Samen bzw. Keime von der Erbse. У них вызвали замедление темпа роста
И им здесь 28 дней. Вот, этих, вот этим 3 дня, а этим 28 дней. Видите? Bei dem linken Beispiel haben wir eine Verlangsamung des Wachstums hervorgerufen. Das sind 28 Tage auf der linken Seite, rechts nach 3 Tagen und links nach, anders, rechts, genau, rechts nach 28 Tagen und links nach 4 Tagen. То есть вот это наглядная демонстрация того, что биологическое время можно и растянуть, и сжать. Hier sieht ein eindeutiges Beispiel dafür, dass man die biologische Zeit strecken oder ja, komprimieren, stauchen kann. Вот все мы хотим прожить, как, ну или многие из нас хотят прожить так, как библейские старцы жили, они жили по 800, 900 и 1000 лет. Jeder von uns, beziehungsweise viele von uns, möchten vielleicht ein biblisches Alter erreichen und dort haben ja Weise bzw. Menschen bis 800 bis 1000 Jahre gelebt. Потом кто-то или что-то поставил ограничение. Jemand oder etwas hat dann eine Grenze eingeführt. И мы живем в интервале 70-90 лет. Und wir leben heutzutage in einem Intervall, ja, 70-80 Jahre. Дольше живут только йоги. Йоги. Länger leben nur Yogis. Значит, вопрос. Значит, здесь что произошло? Торможение, так сказать, растяжение времени? Was ist hier passiert? Eine Streckung der Zeit? Видимо, да. Но как? Вопрос. Offensichtlich ja, aber wie hat es stattgefunden? Das ist die Frage. А есть другие прецеденты, давно известные, так называемое самовозгорание людей. Es gibt andere Präzedenzfälle, die Selbstentflammung oder Selbstentzündung von Menschen. Вот сидит какая-нибудь старушка. Es sitzt jetzt zum Beispiel eine alte Frau. И вдруг она ни с того ни с сего сгорает. Und verbrennt plötzlich. Или старичок. Oder ein alter Mann. Или молодой человек. Oder ein junger Mensch. Сгорает, причем сгорает плоть живая, а одежда остается почти нетронутой. Also er verbrennt praktisch vollständig und das also Gewebe verbrennt, also der Körper verbrennt, aber die Kleidung, die bleibt praktisch ja unberührbar und vollkommen erhalten. Или другой пример. Есть такие бактерии, термофилы, наверное, многие слыхали про них, в черных курильщиках в океанах. Там температура около этих черных курильщиков 300-400 градусов. Es gibt andere Fälle von bestimmten Bakterien, die in der Tiefsee leben, bei den Black Smokers, schwarze Raucher, und dort leben Bakterien unter einer Temperatur, also bis zu 300 und mehr Grad Celsius. Они живут себе спокойно, делятся, размножаются, и ничего с ними не происходит. Diese Bakterien leben dort in Ruhe, vermehren sich und mit denen passiert nichts. Объяснить это невозможно, потому что спрятаться от такой температуры невозможно, даже имея толстую оболочку, да хоть стальную оболочку у этих бактерий, все равно температура достанет. Und man kann sich vor dieser Temperatur eigentlich auch nicht verstecken, auch nicht durch eine starke Körperhülle, auch wenn die Körperhülle dieser Bakterien aus Stahl wäre, würde die hohe Temperatur trotzdem ins Innere durchdringen. ДНК разрушается при температуре 78 градусов. Это наши студенческие практикумы на кафедре молекулярной биологии. Мы это видели. Die DNS wird bei 78 Grad Celsius ungefähr zerstört. Das ist ein ganz angenommen üblicher Fall. Das wird auch bei den Studenten werden diese Versuche im Medizinstudium durchgeführt. Und das ist halt allgemein bekannt. То есть идет плавление двойной спирали ДНК, получает две одиночных молекулы ДНК, и они уже не функциональны. Diese Doppelspirale der DNA schmilzt praktisch bei diesen Temperaturen, teilt sich auf und sie verliert dann Funktion dann bei diesen hohen Temperaturen. Если же брать не ДНК в чистом виде, а хромосомы, wenn wir nicht die DNK nehmen, sondern die Chromosomen, то хромосомы плавятся при температуре 42 градуса. Schmelzen die Chromosomen bei einer Temperatur von 42 Grad Celsius. Потому что хромосомы – это жидкие кристаллы ДНК. Weil die Chromosomen sind flüssige Kristalle der DNA. Человек, как правило, когда у него воспаление, то он не доживает до температуры больше, чем 41 градус. Как только? Больше, как только 42, смерть. Also wenn der Mensch eine Entzündung hat, überlebt er keine Temperatur, die höher als 42 Grad ist. Also bis zu 41 Grad Fieber kann er haben, aber ab 42 Grad Celsius tritt der Tod ein. Вопрос, почему? Die Frage, warum? Плавятся жидкие кристаллы, стирается голографическая информация, записанная на жидкокристаллических топологиях ДНК. Die flüssigen Kristalle schmelzen praktisch und diese Hologrammstruktur,
die auf diesen Kristallen festgesetzt oder geschrieben ist, gespeichert ist, die löst sich dementsprechend auch damit auf. Голограмма на жидких кристаллах ДНК – это важнейший компонент, регулирующий жизнь человека. Und diese Hologramme, die auf den flüssigen Kristallen der DNS draufgeschrieben sind, sind die wichtigsten Strukturen, die das Leben des Menschen organisieren. Еще один пример, казалось бы, из другой, так сказать, оперы. Это эксперименты Ури Геллера. Also andere Experimente, die jetzt aus einer anderen Oper sozusagen sind, sind die Experimente von Uri Geller. Uri Geller, который своим сознанием вызывает сгибание стальных ложек, завязывание их в узлы и так далее. Я видел это своими глазами, когда женщина научилась у него это делать, специальная школа была, и она на моих глазах гнула наши стальные ложки. Also ich habe das selber gesehen bei einer Schülerin von Uri Geller, beziehungsweise er solche Phänomene aufweist, dass er Löffel verbiegen kann, Löffel verknoten kann und so weiter. Держал их между ладонями 3-4 минуты, потом скручивал узлы. Er hatte diese Löffel in den Händen gehalten innerhalb von 3-4 Minuten und hat dann die verknotet. Разогнуть их было невозможно. Я пытался, но ничего не получилось. Man konnte diese Löffel nicht auseinanderbiegen. Ich habe es versucht, aber es hat nicht geklappt. Вот такова мощь человеческого сознания. Das menschliche Bewusstsein hat eben so eine Kraft. Это все из одного и того же, так сказать, феномена, когда здесь играет роль время. Время. Das ist das ein oder selbe Phänomen, wo die Zeit eine Rolle spielt. Also es geht hier um die Zeit eben. В случае пророцких семян мы это время растянули. In diesem Fall von dem Keimen dieser Samen haben wir diese Zeit strecken können. Они стали семена расти, прорастать очень медленно. Und die Sprossen haben ja sehr, sehr langsam gesprießt. Вместо трех дней 28. Also statt den drei üblichen Tagen, vier üblichen Tagen, 28 Tage. А в случае, значит, самовозгорания людей или жизни этих бактерий, термофилов, когда огромные температуры. Und in dem Fall, wo Menschen durch Selbstentzündung sterben oder durch diese Fälle von Selbstentzündung passieren, beziehungsweise die Fälle dieser Bakterien bei den Black Smokers in der Tiefsee, мы имеем феномен сжатия времени. Haben wir das Phänomen vom Stauchen der Zeit. А температура, это из физики известна, температура из функции времени. Если ты время сжал, то у тебя температура возросла. Und die Temperatur und die Zeit sind ja zusammen verbunden. Also dementsprechend, wenn man die Zeit komprimiert oder staucht, erhöht sich die Temperatur dadurch. Кто и как сжимает или растягивает время, нам неизвестно. Wer und wie die Zeit streckt oder staucht, ist für uns nicht bekannt. Но понятно, что если мы сумеем оперировать структурой времени, то мы победим старость. Es ist aber verständlich, dass wenn wir im Bereich des Zeitkontinuums operieren können, können wir unser Altern kontrollieren. Тут еще один феномен играет роль. Значит, биологическое время, оно фрактально. Что это означает? Hier spielt noch ein Phänomen eine sehr wichtige Rolle. Die biologische Zeit ist fraktal. Was bedeutet das? Что такое фрактальность? Фрактальность – это разномасштабная самотождественность. Как перевести на немецкий, я не знаю. Also fraktal, das ist also unterschiedliche dimensionale Gleichheit sozusagen. То есть одно и то же повторяется в разных масштабах. Also dasselbe wird in unterschiedlichen Maßstäben wiederholt. Самый простой фрактал – это линия, прямая линия. Das einfachste Fraktal ist eine gerade Linie. Какой бы вы величины ни брали, отрезок прямой, маленький, короткий, длинный, очень длинный, то это будет все равно прямая линия. Egal welchen Abschnitt Sie von dieser Linie nehmen, einen kleinen oder langen Abschnitt, bleibt es trotzdem eine gerade Linie. Это самый простой фрактал. Das ist das einfachste Fraktal. Следующий фрактал очень интересный. Это ветвление. Das nächste Fraktal ist auch sehr interessant, das ist die Verästelung. Вот дерево, да? Это ветки. Zum Beispiel ein Baum, der besteht ja aus Ästen. Каждую веточку вы можете взять, и она будет как бы представлять маленькое деревце. Sie nehmen einen Ast und der Ast kann wiederum einen ganzen vollständigen Baum repräsentieren.
Но есть линейный фрактал, а есть нелинейный фрактал. Значит, линейное, вот, например, ветвление. Если у вас углы между ветками одинаковые, и размеры, так сказать, ветвящихся от ветвлений пропорционально, так сказать, уменьшаются или прирастают, то вы получаете пушистый такой фрактал геометрический. Вот это линейный фрактал. Если углы разные, то это нелинейный фрактал. Es gibt lineare Fraktale und nicht-lineare Fraktale. Bei linearen Fraktalen geht es darum, wenn zum Beispiel der Winkel zwischen den Ästen und die Maßstäbe, die Abstände gleich sind, dann habt ihr so ein gleichmäßiges Fraktal bzw. gleichmäßigen Baum. Wenn die Winkel oder Maßstäbe sich unterscheiden, dann haben wir ein nicht-lineares Fraktal. Und biologische Время – это типичный временной фрактал. Die biologische Zeit ist ein typisches zeitliches Fraktal. И бактерия, чтобы не умереть при температуре 400 градусов Цельсия, die Bakterien, damit sie nicht unter dieser Einwirkung von den 400 Grad Celsius sterben, она периодически прыгает в холодные фракталы времени, springt dieses Bakterium periodisch in ein kaltes Zeitfraktal und kühlt sich dort ab, и скачет обратно в горячее время, где мы ее видим. Und springt dann in die heiße Zeit zurück, wo wir dieses Bakterium wahrnehmen oder sehen können. Es gibt eine bestimmte Frequenz von diesen Sprüngen offensichtlich. Und dabei ist die mittlere Temperatur des Bakteriums so, dass es die Lebenstemperatur dieses Bakteriums ist, wo es leben kann, existieren kann und sich vermehren kann. Вот такие прыжки, они очень интересны, потому что мы можем попытаться оперировать биологическим временем. Diese Sprünge sind sehr interessant für uns, weil wir dadurch, durch diese Beispiele versuchen können, mit der biologischen Zeit Experimente durchzuführen zu können, beziehungsweise damit arbeiten können. Вот смотрите, здесь, значит, у нас две сестры. Hier auf diesem Bild sehen wir zwei Schwestern. Вот справа сестреночка, да, справа. Ей 14 лет. Also rechts ist das Mädchen, sie ist 14 Jahre alt. А вот слева, pardon, убежал. А слева, сколько лет вот вы дадите вот этому ребеночку слева? Und links auf der linken Seite, wie viele Jahre würdet ihr das Kind schätzen, das auf der linken Seite ist? 17. Где-то год с небольшим. Да? А ей на самом деле 17 лет. Also das die Schwester auf der linken Seite sieht wie ungefähr ein zweijähriges Kind aus. Tatsächlich ist sie aber 17 Jahre alt. Вот эти две девочки жили, справа еще жива, а слева она недавно умерла, ей было уже больше 20 лет. Слева. Also die beiden Mädchen, das ist so, dass die rechte immer noch lebt, aber die linke bereits gestorben ist, sie war über 20 Jahre alt. Вот она в возрасте 20 лет все такая же была. Вопрос, почему? Und als sie 20 Jahre alt war, hat sie genauso ausgesehen wie jetzt auf diesem Bild. Und die Frage stellt sich, warum? Ihr biologisches время остановилось. Ihre biologische Zeit oder die biologische Uhr blieb stehen. Поскольку биологическое время фрактально, значит, ее организм осуществлял прыжки из быстротекущего времени в медленно текущее время. Und weil der Verlauf der biologischen Zeit fraktal ist, vollführte ihr Organismus Sprünge in eine langsam fließende Zeit rüber zu einer schnell fließenden Zeit und wieder zurück. Это мое предположение, я не настаиваю, что это так, но другого объяснения нет. Das ist meine Ahnung bzw. Theorie. Ich bestehe nicht darauf, aber es gibt keine andere Erklärung diesem Phänomen. Вот попытки генетиков найти какие-то изменения в генах абсолютно ничего не дали. Also die Versuche bei den Genetikern irgendeine Veränderung oder Feststellung zu finden, dass es von ihrer Genetik abhängt, dass sie in den Genen irgendwelche Fehler aufweist, blieb ohne Erfolg. Вот нормальная сестренка. У нее геном абсолютно нормальный. Сейчас быстро научились секвенировать геном. Die normal aussehende Schwester, bei ihr war das Genom auch sehr normal. Man hat es mittlerweile gelernt, sehr schnell die Genome zu analysieren oder zu sequenzieren. И геном вот этой девочки маленькой, остановившейся в своем развитии на одном и том же возрасте, точно такой же, без каких-либо изменений с позиции классической генетики. Und aus der Sichtweise der klassischen Genetik ist das Genom dieser Schwester, die
in ihrem Alter stehen geblieben ist, praktisch hat sich durch nichts, also aus der Sichtweise der klassischen Genforschung, durch nichts unterschieden von der jetzt in Anführungsstrichen gesunden Schwester. Наш генетический аппарат, по-видимому, является машиной времени. Unser genetischer Apparat ist offensichtlich auch eine Zeitmaschine. И он может нас, по крайней мере, частично возвращать в былые времена, наши молодые времена, по частям, потому что это нелинейный фрактал. Und weil das kein lineares Fraktal ist, kann uns offensichtlich zurückführen in andere Zeiten, also zu in die Zeit, wo wir jünger waren. Значит, вот так же, как происходили возвраты у тех женщин, с которыми мы работали, мне написали три весьма пожилые дамы, которым за 70 и одной близко к 80 годам. Also diese Rückführungen bzw. Rücksprünge, hat jetzt drei Beispiele, wo ihm ältere Frauen geschrieben haben. Они давно-давно в менопаузе уже. Sie haben bereits die Wechseljahre überschritten, die Frauen. И просили меня хотя бы частично их омолодить. Und haben mich gebeten, zumindest teilweise sie zu verjüngen. Я им сказал, что спектр, который я буду использовать, очень длинный. Ich habe ihnen erklärt, dass das Spektrum, das ich verwenden werde, sehr lang sein wird. Нелинейный фрактальный. Und nicht linear fraktal. Если сравнить эти спектры для них, например, с длиной дороги в 200 километров, wenn man diese Spektren vergleicht bzw. gleichsetzt mit einem Weg, das 200 Kilometer lang ist, то из этих 200 километров я могу использовать 1 сантиметр. Kann ich aus diesen 2 Kilometern nur 1 Zentimeter verwenden. Но может быть что-нибудь получится. Aber kann sein, dass etwas doch dann klappt. Вот, und старушки оказались очень упорными, и я когда дал им их спектры, снятые с их молодых фотографий, die alten Frauen waren etwas widerspenstig, aber als ich ihnen das Spektrum abgelesen habe von den Fotos, als die jung waren, они слушали этот звук в течение года, звук своих фотографий. Sie haben diese Töne angehört, also innerhalb von einem Jahr, die Töne, das von ihren Kindheitsfotos abgelesen wurden. Им вернулся менструальный цикл. Und sie hatten wieder Menstruation. То есть по параметру способности рожать, они вернулись в молодое состояние. Dem Parameter nach wieder Kinder zu bekommen, hat man sie wieder in einen jungen Zustand zurückgeführt. Вот вам машина времени. Das ist die sogenannte Zeitmaschine. У меня были еще такой случай, тоже как машина времени сработал. Геном является машиной времени, оператор биологического времени. Ich habe noch ein Beispiel, wo das menschliche Genom als eine Zeitmaschine gewirkt hat. Also das, der genetische Apparat ist, wie gesagt, eine Zeitmaschine gleichzeitig. Мой сотрудник, один из моих сотрудников, решил попробовать еще проверить на себе. Einer meiner Mitarbeiter hat versucht, das selbst auszuprobieren. Взял свою фотографию, у него не было детских фотографий, он взял, ему сейчас где-то за 50 лет. Hatte keine eigenen Kindheitsfotos, ist über 50 Jahre alt mittlerweile, hat aber trotzdem alte Fotos genommen. Он взял свою фотографию в возрасте 20 лет. Hat sein Bild genommen oder hergenommen, als 20 Jahre alt war. Но не учел один момент. Hat aber eine folgende Tatsache oder einen Punkt nicht berücksichtigt. Он взял фотографию, где был сфотографирован после аварии, когда он попал на машине и разбил себе спину, хорошо позвоночник цел был. Hat ein Bild genommen, kurz als danach, als damals einen Unfall gehabt hat, wo seinen Rücken sehr stark verletzt hat. Gott sei Dank, dass der Rücken ja ganz geblieben ist damals bei dem Unfall. В течение двух недель он подавал на себя информацию, снятую с его собственной фотографии в 20-летнем возрасте. Und zwei Wochen lang hat die Information von diesem Bild abgelesen und sich selbst mit dieser Information bestrahlt. Через какое, вот через это время вдруг, значит, он почувствовал в спине боли очень большие, значит, ко мне обратился, говорит, что такое? Und nach diesen zwei Wochen hat angefangen, Schmerzen im Rücken zu spüren, hat sich dann an mich gewendet, hat gefragt, was mit mir los ist. Я попросил показать спину. Ich habe ihn gebeten, ihm, also ich habe ihn gebeten, mir den Rücken zu zeigen.
И спина выглядела так, как будто его били сапогами. Und sein Rücken hat so ausgesehen, als hätte man ihn mit Stiefeln geschlagen. То есть были огромные гематомы. Also er hatte große, ja, blaue Flecken auf dem Rücken. Вот вам машина времени. Он вспомнил себя, свое состояние в 20-летнем возрасте. Das ist eben die Zeitmaschine. Er hat sich daran erinnert, an sein Alter, als er 20 Jahre alt war. А старушкам вернулась способность рожать. То есть они получили оогенез, способность давать яйцеклетку, неоплодотворенную яйцеклетку. То есть способность рожать. Und den alten, die alten Frauen habe ich in den Zustand zurückgeführt, als sie die Fähigkeit zurückbekommen haben, wieder Kinder zu gebären. Also die Ovogenese, dass sie halt einen Eisprung haben und also fähig waren, Kinder zu zeugen. Und das in einem Alter von 70 bis 80 Jahren. Они были, конечно, страшно недовольны, потому что они ожидали молодые юные фигуры, молодые лица. Sie waren äußerst unglücklich, weil sie hatten gehofft, wieder jung auszusehen und wieder ein junges, glattes Gesicht zu bekommen. Получили совершенно ненужную мороку с менструальным циклом. Und haben jetzt dann unnötige, nicht Schwierigkeiten, unnötige Probleme gehabt, sich um ihren Menstruationszyklus zu kümmern. Дальше от моих услуг они отказались. Und sie waren halt, sie haben meine Dienstleistungen danach nicht mehr in Anspruch genommen. Был еще один случай, когда парень, 35 лет, переводчик, хорошо зарабатывающий, молодой, 35 лет. Es gab noch einen anderen Fall, als ein junger Mann, 35 Jahre alt war, als Übersetzer tätig war. Говорит, хочу затормозить старение, давай, делай что-нибудь. Hat zu mir gesagt, ich möchte meinen Alterungsprozess aufhalten, lass uns etwas machen. Я говорю, ну давай, давай свою детскую фотографию. Но я всех предупреждаю. Ich habe zu ihm gesagt, komm, bring mir ein Kindfoto von dir, aber ich... Aber ich warne alle im Vorfeld, auf diesem Kindheitsfoto muss der Mensch absolut gesund sein. Ну, практически этого не бывает, здоровых детей нет, но тем не менее относительно здоровые есть. Also praktisch ist es sehr schwer umzusetzen, weil es praktisch keine gesunden Menschen oder Kinder gibt. Aber man kann halt so mehr oder weniger ein Foto aussuchen, wo man möglichst gesund war zu der Zeit. Und mit dem парнем получилось, что работа с ним результаты такого вот воздействия на него, они косвенно от противного доказали, что мы на правильном пути. Und die Resultate mit diesem jungen Mann haben also teilweise auch gezeigt, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Der Mann hat innerhalb von eineinhalb Wochen das Spektrum seiner Kindheitsfotos verwendet. Nach zwei Wochen hat er mich in Panik angerufen. Und hat gesagt, dass er halt Wind oder Masern bekommen hat. Das ist aber kein Scherz, das ist nicht mehr zum Lachen. Я его спрашиваю, на фотографии ты здоров там? Говорит, ну а что я там? Я только имел прививку оспы. Herr Greif hat ihn gefragt, bist du gesund auf dem Bild? Und er hat gesagt, ja, da war eigentlich nichts, ich hatte nur diese Masernimpfung bekommen damals. И у меня, говорит, как раз чесалась рука, вот, самый разгар иммунного ответа был. Ich hatte Juckreiz damals auf meinem Arm und damals hat sich eben das Immunsystem an diese Impfung gewöhnt. Он посчитал, что это не больное состояние. Er hat gedacht, das ist kein krankhafter Zustand. Ну, я его разубедил, что это маленькая, но болезнь. Ich habe ihn dann aufgeklärt, dass es eine kleine, aber trotzdem eine Krankheit ist. И предложил ему дать мне детскую фотографию в том же возрасте, где он совершенно здоров. И все это уже прекратилось. Und dann habe ich ihm gebeten, ihm ein Foto zu geben, da, wo er bereits gesund war, also wo diese Wirkung dieser Impfung nicht mehr da war. Und man konnte alles wieder so in richtige Bahnen lenken. Nach zwei Wochen war er absolut rein, aber die Frau hat ihn verlassen. Вот, теперь я скажу несколько о фандомах ДНК, то есть вот эти самые квантовые эквиваленты ДНК. Это не просто пустой звук. Also ich erzähle jetzt euch über die Photonen der DNA, diese Quantenphotonen der DNS. Das ist kein einfaches Geräusch.
Они приборно регистрируются методом корреляционной лазерной спектроскопии. Also man kann das durch bestimmte Verfahren aufnehmen, analysieren diese Frequenzspektren. И вот смотрите, значит, что вот мы получили. Первое, что я обнаружил, это в 1984 году. Was wir dann als Resultat bekommen haben, das, was ich entdeckt habe im Jahr 1994. Вот смотрите, это спектр, так сказать, холостой контрольный наверху. Das oben ist ein Leerlaufspektrum sozusagen oben. На осциллографе. На осциллографе. Просто фоновая регистрация рассеяния фотонов. Das Oszilloskop zeigt oben einfach nur die Hintergrundstrahlung und gestreut die Photonen, die dort abgebildet sind. Кюветном отделении ничего нет. Also es gibt keine Kurvenverläufe oder sonstiges. Потом я ввожу в кюветное отделение ДНК, и она дает вот такие колебательные состояния. Dann bringe ich in den Versuchskolben ein Teilchen von DNS und die DNS beginnt solche Frequenzen dann darzustellen. Потом я убираю кювету с ДНК. Dann entferne ich wieder die Küvette mit der DNS. И я должен вернуться, прибор должен вернуться туда, вот наверх, в прежнее состояние. Und das Gerät sollte wieder den Ursprungszustand zeigen, oder in den Ursprungszustand zurückkehren, also praktisch dort nach oben. Сюда я должен вернуться, прибор должен вернуться. Но он дает вот такие вот записи. Das Gerät sollte eigentlich in den Ursprungszustand zurückkehren und das obere Abbild zeigen, aber das Gerät zeigt dementsprechend hier folgende Aufzeichnungen, die ihr unten links sehen könnt. Вот такие я вижу функции, так называемые спектр колебательных состояний. Это звук, звук. Das Frequenzspektrum wird, bleibt danach ein folgender, das ist auch ein Ton. В кюветном отделении ничего нет, пусто. И эта пустота дает вот такие звуки. Also im Bereich, wo sich die Küvette mit der DNA befunden hat, ist sie jetzt leer. Und man kann dort trotzdem folgende Geräusche bzw. Töne registrieren. Это называется фантомная память ДНК. Das nennt man die Phantom, das Phantomgedächtnis der DNS. Как медики вы помните, знаете, да, и бывают фантомные боли. Зуб вырвали, а он болит. Палец отрезали, он болит. Wie ihr wisst oder wenn ihr medizinische Ausbildungen habt, dann wisst ihr, dass es Phantomschmerzen gibt. Man entfernt einen Zahn, der tut trotzdem weh. Man hat einen Finger, der nicht mehr da ist, aber man spürt trotzdem die Schmerzen dort. Это фантомная память на уровне коры головного мозга. Das sind Phantomschmerzen, die im Bereich der Großhirnrinde jetzt stattfinden. Вот эти квантовые эквиваленты ДНК, о которых я говорил, как о некой, так сказать, мифической такой вот компоненте, такой структуре мифической, она реальна. И вот она экспериментально доказывает, что фантомы ДНК – это реальность, которая регистрируется аппаратурно. Die DNS-Phantome, von denen ich vorher gesprochen habe, die auf der Ebene der Photonen existieren, die gibt es tatsächlich. Das kann man jetzt so feststellen, dass eine Phantom-DNA bleibt und man kann die Information dann im Nachhinein auch ablesen. Photone нашего лазера записывают информацию ДНК и потом это остается в виде памяти и значит лазер снова считывает информацию фантомную, когда уже ДНК нету. Die Photonen in diesem Laser lesen die Information von der DNA ab, speichern die und man kann die Information trotzdem weiterhin ablesen, wenn die DNS sich nicht mehr dort befindet. Also praktisch kann der Laser auch diese Phantom-DNA ablesen. Такая память имеет голографическую природу. Dieses Gedächtnis hat auch eine holographische Natur. Вот в течение двух лет я работал в институте физической химии. Also zwei Jahre habe ich beim Institut für physische Chemie gearbeitet. Я повторил те эффекты, которые впервые обнаружил Адавенко. Ich habe die Effekte wiederholen können, die als erstes Herr Адавенко entdeckt hat. Который давно показал еще лет 30 тому назад, что если брать лист растения живой
и удалять от него часть. А die Effekte, die gezeigt haben, also bereits vor 30 Jahren, wenn man ein lebendiges Blatt nimmt und aus diesem lebendigen Blatt einen Teil entfernt, то отделенная часть видна, если этот лист с обрезанной частью поместить в высоковольтное, высокочастотное поле электромагнитное. Wenn man dieses Blatt dann in ein hochfrequentes elektromagnetisches Feld hineinlegt, dann ist dieser entfernte Teil trotzdem sichtbar. В течение двух лет я пытался воспроизвести, воспроизвел эти эффекты в России, там хуже, потому что у нас другая геомагнитная обстановка. И вот на листе березы я показал это. Also ich habe versucht, die Experimente zu wiederholen, weil bei uns in Russland eine andere elektromagnetische Beschaffenheit ist, aber trotzdem habe ich es geschafft, ja, das Experiment, wie gesagt, nochmal durchzuführen. Вот нормальный лист березы, еще живой. Я от него отрезаю часть. Вот эта часть видна. Я отрезаю. Hier ist ein normales lebendiges Birkenblatt und ich schneide, entferne hier diesen Teil vom Blatt und der ist hier sichtbar. Помещаю лист в высоковольтное, высокочастотное поле. Ich lege dieses Blatt in ein hochfrequentes elektromagnetisches Feld hinein. Я отрезанная часть, вот она, в виде фантома, точно такая же, как отрезанная часть, она воспроизводится. Und dieser abgetrennte Teil, der wird in diesem hochfrequenten Feld trotzdem sichtbar, also als wäre er noch da. А форма листа – это строго контролируется генетическая информация, это наследственное свойство, передающееся поколение в поколение. Und die Form des Blattes ist ja auf genetischer Ebene auch irgendwo manifestiert und wird von Generation zu Generation weitergegeben. Also die Form des Blattes ist ja in der DNA, in der DNS komplett enthalten. Вот этот фантом и есть. Это как раз показывает, что генетическая память имеет голографическую природу. Und dieses Phantom bzw. dieses Versuch zeigt, dass das Gedächtnis, das genetische Gedächtnis eine holographische Natur hat. То есть это те же самые квантовые эквиваленты ДНК, только в данном случае не просто ДНК, а уже квантовые эквиваленты частей биосистемы. Also das sind diese Quantenkopien jetzt nicht mehr ДНК, sondern die Quantenäquivalente bzw. die Quantenkopien eines ja vollständigen Blattes. Так же, как вы получаете квантовый эквивалент зуба, например, да, отсутствующего зуба, потому что вы взяли этот эквивалент от здорового ребенка, как та бабушка от своего внука взяла. Этот фантом сработал, и у нее регенерировали три зуба. So wie Sie diese Quantenäquivalente bzw. Quantenabbildungen ablesen können, entnehmen können, wie das im Beispiel dieser Zähne war, wo man diese Äquivalente einem Kind entnommen hat und das auf die Großmutter übertragen hat und die Zähne sich regeneriert haben. Phantom DNA можно зарегистрировать просто фотографическим путем. Вот образцы. Also das Phantom der DNK, der DNS kann man auch durch ein ganz normales Bild fotografieren, das Sie auf der linken Seite sehen. Здесь находится препарат ДНК. Препарат ДНК вот здесь. Hier unten sehen Sie das DNS-Präparat. А мы его облучаем ультрафиолетовым светом, красным, инфракрасным. Wir bestrahlen es mit Ultraviolettlicht, mit Rotlicht und mit Infrarotlicht. Возбуждаем молекулы препарата ДНК определенным образом. Erregen die Moleküle der DNS auf eine bestimmte Art und Weise. И фотографируем на пленку. И мы видим, что вот эта ДНК, она выбросила такой трек самой себя в виде квантового эквивалента, и он фотографируется. Und sehen, dass die DNS so einen Quant bzw. so einen Strahl auswirft. Dieser Strahl, also die Eigenabbildung, was man dann auch speziell fotografieren kann. Мы выключаем свет. Wir schalten das Licht aus. И мы видим этот фантом, он в течение достаточно большого времени остается в абсолютной темноте. Фотопленка его видит, глаз не видит, а он реально существует. Und wir schalten das Licht aus und dieses Phantom bleibt existieren, noch für eine bestimmte Zeit. Auch ohne Licht kann man dieses Phantom noch sehen, fotografieren und feststellen. Фантомы ДНК могут быть самые разнообразные. Я еще могу показать вот этот фантом. Die Phantome der DNS können ganz unterschiedliche sein. Ich kann euch über diese Phantome noch etwas erzählen. Еще фантомы ДНК удивительные совершенно. Это мы долго бились и получили результат. Hier seht ihr andere Phantome von DNS. Wir haben sehr lange darum gekämpft und haben trotzdem diese Ergebnisse bekommen. Was ist denn heute DNK?
Hier ist das DNS-Präparat, also Gene. Красным, инфракрасным, ультрафиолетовым светом в определенных режимах, возбуждаем его. Wir bestrahlen ihn mit Infrarotlicht, mit Ultraviolettlicht und Rotlicht, also erregen dieses Präparat an. Фотографируем пространство около, значит, этого препарата. Фотографируем den Raum um dieses Präparat herum. И мы видим фантомы ДНК, вот такие как дискретные, которые уходят направо. ДНК самое себя проецирует в пространство в виде фантомов. Wir sehen, wie die DNS sich produziert in Form von Phantomen und geht hier diskret nach rechts mit Eigenabbildungen. Но самое интересное, что она сканирует окружающее пространство. Вот видите, вот этот винт на приборе, который никакого отношения к ДНК не имеет, он тоже дает фантомы. И вот эта лампа, она тоже дает фантомы. И там фантомы. Значит, окружающее пространство записывается молекулой ДНК в виде фантомов. Что это, о чем это говорит? Что это такое? Для, какое значение для биосистемы это имеет? Hier sehen wir auch zusätzlich, dass die DNS-Probe nicht nur sich selbst kopiert, sondern auch die Umgebung. Also es sind Teile des Aufbaus auch da und die Lampe, die auch mitkopiert wird. Daraus können wir sehen, dass die DNS nicht nur sich selbst kopiert, sondern den ganzen Raum um sich herum kopiert und wiedergibt. Вероятно, хромосомы в клеточных ядрах способны сканировать внутриклеточное пространство и получать квантовые эквиваленты всех метаболитов, то есть метаболом. То есть ДНК сканирует метаболом и передает этот метаболом окружающим клеткам, а те делают то же самое. Таким образом, все миллиарды клеток, которые обмениваются такой информацией, причем мгновенно. Also das heißt, dass die DNS bzw. die Chromosomen das Zellinnere ablesen und die Informationen über das Zellinnere weitergeben. Das heißt, dass jede Körperzelle das also tatsächlich in Echtzeit auch macht, was zu einem sehr großen Informationsaustausch im gesamten Körper führt. Что интересно, оказывается, вода способна запоминать, воспроизводить ДНК. Чисто теоретическая работа. Also es wurde auch festgestellt, dass das Wasser die Informationen der DNS speichern und wiedergeben kann. Das ist eine rein theoretische Arbeit. Академика Бульонкова Николая Александровича. Академика Бульонкова Николая Александровича. Академик Бульонков Николай Александрович. Который показал, что вода способна давать свои собственные эквиваленты, построенные из собственных молекул воды. Hat gezeigt, dass das Wasser die Abbildungen von sich selbst weitergeben kann, also die Äquivalente von sich selbst weitergeben kann, die ebenfalls aus Wassermolekülen bestehen. Вот, водные копии ДНК, вот они. Das sind die Wasserkopien der DNS. Это в солидном журнале биофизики было опубликовано в свое время. Das ist in seinem sehr autoritären ernsthaften Zeitschrift für Biologie veröffentlicht worden. Почему это интересно для нас? Warum ist das für uns interessant? Значит, я говорю о том, что в воде образуются квантовые эквиваленты ДНК. Ich spreche darüber, dass im Wasser die Äquivalenten der ДНК entstehen. Ja, в том числе и, так сказать, и в воде, и в окружающем пространстве, где угодно могут оказаться эти квантовые эквиваленты, и в самом организме человека. Ich spreche darüber, dass diese Äquivalenten bzw. Abbildungen der DNS im Wasser entstehen können, in jeglichen anderen Flüssigkeit entstehen können, praktisch im Raum um die ДНК herum. И дальше я делаю классический эксперимент. Um die DNS herum, also die. Und im Weiteren mache ich ein folgendes Experiment. Генетики, биохимики меня поймут. Die Genforscher und der Biochemiker werden mich verstehen. Это так называемая реакция ПЦР. Das ist die Reaktion. PCR. Die PCR-Reaktion, also PCR. Reaktion, sie wird folgendermaßen erklärt oder dechiffriert. Переводится Polymerase Chain Reaction. Это означает, что если у вас есть хоть одна молекула ДНК, и одна единственная,
то в системе ПЦР-системе, где есть ДНК-полимераза, нуклеозид, трифосфаты, ионы металлов определенные, идет размножение молекул ДНК. Das bedeutet, wenn Sie nur ein einziges DNS-Molekül haben, in einem Milieu, wo Sie bestimmte Stoffe haben, bestimmte Mikroelemente haben, führt das, also kommt es zu einem Prozess, wo die DNS sich vervielfältigt von alleine. Dafür wurde auch der Nobelpreis verliehen zu der damaligen Zeit. Мы сделали такую же ПЦР-систему. Wir haben dieses PCR-System so nachgebaut, nachgebildet. Но в воду ввели не ДНК, а квантовые или волновые эквиваленты ДНК. Haben dem Wasser aber nicht den richtigen DNS zugegeben, sondern die Quantenform bzw. die Wellenform der DNS. И там произошел синтез реальных вещественных молекул ДНК. Und dort kam es zu einer Synthese von realen Stoffen und realen Molekülen der DNS. Это примерно то же самое, как если бы я мысленно представлял себе текст, которого нет. Das würde so sein, als zum Beispiel, wenn ich mir gedanklich einen Text vorstellen würde, der nicht existiert. И написал бы его бы на бумаге. Und würde diesen Text auf ein Blatt Papier schreiben. То есть текста нет, только в голове идеальная, так сказать, структура, а я ее воспроизвожу на бумаге. Es gibt keinen Text, ich habe halt im Kopf mir nur vorgestellt diesen Text, aber ich ja schreibe das gleichzeitig dann auf Papier. Здесь произошло совершенно необычное явление. Hier kam es zu einer sehr ungewöhnlichen Erscheinung, которую видели не только мы, но и лауреат Нобелевской премии Люк Монтанье. Den nicht nur wir gesehen haben, sondern den Nobelpreisträger Luc Montagnier, который тоже передал фантомы ДНК на воду и получил их материализацию в ПЦР-системе. Der ebenfalls diese Phantome der DNS auf das Wasser übertragen hat und im Wasser richtige DNS bekommen hat in diesem PCR-System. Вот почему мы на больших расстояниях получаем перенос генетической информации. Aus diesem Grund bekommen wir auch diese Übertragung von Geninformationen auf sehr große Entfernungen. А вот другой случай, когда мы единичный ген передали на стволовые клетки, ген под названием НЕУН. Эмбриологи знают об этом. Wir haben hier ein einzelnes Gen, das man НЕУН nennt, auf ein anderes System übertragen. Значит, этого гена нет, а мы его вводим. Dieses Gen hat im Vorfeld dort nicht existiert, wir führen aber dieses Gen hinein in dieses System. Вот в контроле справа это контроль. Rechts haben wir das Kontrollbild. Вот он, контроль. А вот это опыт. Und hier haben wir das Kontrollbild und auf der linken Seite das Experiment. Мы видим свечение продукта этого гена. Видите, флуоресценция, ярко выраженная. Wir sehen das Leuchten dieses dieses Gens, also hier fluoreszierend. То есть мы получили перенос единичного гена от реципиента к донору. Wir haben das Übertragen des einzelnen Genes hier festgestellt und durchgeführt vom Spender zum Empfänger. Донор ген, реципиент ткань головного мозга крысы, живая ткань. Der Spender war das Gen und der Empfänger war die Großhirnrinde einer Ratte, also einer Versuchsratte. Вот это еще одно доказательство, что мы оперируем квантовыми эквивалентами генов. Das ist noch ein Beweis dafür, dass wir die quantenäquivalente Quantenabbildungen von Genen irgendwo implizieren können und damit arbeiten. Еще одно практическое применение вот того, что мы, я говорил о фантомах ДНК, о квантовых эквивалентах ДНК. Вот смотрите. Hier haben wir noch eine Anwendung, wie wir diese Phantom-DNS verwenden können, die Phantom-DNA übertragen. Вот справа девочка, больная муковисцидозом. Hier haben wir ein Mädchen, das unter Mukoviszidose leidet. У нее мутация, номер 508. Sie hat eine Mutation, Nummer 508. В одной из хромосом делеция трех нуклеотидов. In einem der Chromosomen haben wir eine Deletion von drei Nukleoiden.
которые кодируют нужную кислоту для одного из ферментов. Die eine nötige Säure halt produzieren für ein bestimmtes Ferment. Этот фермент абсолютно необходим для нормального образования слизи у ребенка, у человека вообще. Dieses Ferment ist unbedingt nötig, um eine bestimmte Form vom Schleim im menschlichen Körper, unter anderem auch im Körper des Kindes, zu produzieren. Если у ребенка 508 мутация, то он через несколько лет погибает неизбежно. Wenn ein Mensch diese Mutation hat, dann wird er unausweichlich nach einigen Jahren dieser Krankheit sterben. Es kann sein, dass dieser Mensch dann atmet und erstickt dann quasi. Das Mädchen rechts ist krank. Wir haben das Foto ihrer Cousine genommen. Links ist das Foto ihrer Cousine. Мы сняли информацию с фотографии ее сестры. Wir haben die Information vom Bild ihrer Cousine abgelesen. И передали запись звука с этой фотографии с торсионным полем. Und haben den Ton von diesem Bild übertragen, also den Ton mit dem Torsionsfeld. На эту больную девочку. Auf das kranke Mädchen übertragen. И через некоторое время она выздоровела. Nach einiger Zeit wurde sie gesund. А это считается, что это совершенно никто никогда не выздоравливал. Und das gilt aber als eine unheilbare Krankheit, dass noch niemand davon genesen wurde. Wie konnte das geschehen? Weil dort fehlte ein Teil der DNS. Man kann das nicht erklären. Объяснить нельзя, кроме одного, что мы перенесли кусочек ДНК от здоровой сестры на пораженную участок ДНК у больной сестры. Man kann das nicht anders erklären, als dass wie ein Teil der DNS, das dem anderen Mädchen gefehlt hat, direkt vom gesunden Mädchen auf das Kranke übertragen haben. Und so ein Quantenphantom, ja, Flicken und eine Flickstelle funktioniert tatsächlich. Das war vor ungefähr 10 Jahren. Das Mädchen lebt immer noch, obwohl sie nach der allgemeinen Schulmedizin schon lange gestorben sein müsste. Вот что за этим стоит? Вот эти наши друзья, которые нас окружают, инопланетяне, да? Was steht hinter dem allen? Unsere Freunde, die uns hier umgeben, die Außerirdischen? Они шлют нам ответ на то, что мы послали лет 1900, там не помню, в каком году, послали информацию о человечестве, о земном шаре, так сказать, о молекулах ДНК послали куда-то в созвездие 50 тысяч световых лет от нас. Also, die Menschheit hat vor einigen Jahren die Information über das menschliche Genom ins Weltraum geschossen, also an ein Sternsystem, das sich 50.000 Lichtjahre von unserem Sonnensystem entfernt befindet. И вот видите, вот то, что послали, вот молекула ДНК наша, двойная спираль, вот она. Das, was wir geschickt haben, ist diese, sind diese DNA, die DNS-Moleküle, diese Doppelspirale. Да, вот двойная спираль. Обычная, классическая двойная спираль. Они diese gewöhnliche. Они присылают ответ через 27 лет. Diese gewöhnliche, klassische Doppelspirale. Die Antwort hat man nach 27 Jahren bekommen. И показывают человечка, вот мы себя послали, вот видите, человечек с маленькой головой, вот этот. Wir haben jetzt uns selbst ein Abbild von uns selbst geschickt, ein Männchen mit einem kleinen Kopf. А вот они себя посылают, видите? Und da haben sie sich geschickt, also Informationen über sich selbst geschickt. У него намного больше, чем наша. Er hat einen viel größeren Kopf als der unsere, also ist offensichtlich vielleicht klüger. У него другая, видите, вот. ДНК другая. Und die DNS ist eine ganz andere. Мудрецы, которые дешифровали вот это все, да, они мудрили, сказали, что это там кусок РНК висит какой-то и так далее. На самом деле, объяснение очень простое. Also, und die, ja, in Anführungsstrichen Weisen, die da gerätselt haben, was da abgebildet sein könnte, die haben gesagt, das ist vielleicht auch ein Teil der RNS, also nicht der DNS, der RNS, aber das ist ein Piktogramm. Это пиктограмма квантового волнового состояния, вот в виде зигзага, показано волновое состояние ДНК. Они говорят нам. Und dieses Piktogramm zeigt uns den Wellenfeldzustand der DNS.
Генетика в основном построена на квантовых эффектах. Und die sagt zu uns, Freunde, die Genetik ist auf Quanteneffekten zum größten Teil aufgebaut. Вы пытаетесь только с веществом работать. Und ihr arbeitet lediglich mit dem Stoff. Это ошибка. Das ist ein Fehler. Который вас заведет в тупик. Der euch in die Sackgasse führt. Показали, а дальше как хотите. Die haben es uns gezeigt, aber weiter müssen wir machen, also wie wir es für richtig halten. Вот я написал книгу об этом. Da, ich habe auch ein Buch darüber geschrieben. Значит, что? Вопросы. Вообще много вопросов по телегонии, да? Ну, что такое телегония? Es gibt sehr viele Fragen bezüglich Telegonie. Was die Telegonie bedeutet, wisst ihr das? Влияние первого мужчины, который, так сказать, оплодотворил или пытался оплодотворить женщину. Die Wirkung des ersten Mannes, der versucht hat, ein Kind mit der Frau zu zeugen, beziehungsweise ein Kind mit der Frau gezeugt hat. Этот первый ушел давно или умер, она рожает и рожает от других мужчин. Все похожи на первого. Der Mann ist, der erste Mann ist schon lange weg, der erste Partner oder ist gestorben, aber die Frau gebärt weiterhin Kinder, die dem ersten Mann sehr ähnlich sind. Это проверено давно, так называемая кобыла Мортона, когда, значит, гибрид зебры и лошади получили, и, значит, первый самец был зебра. Das wurde schon lange bewiesen und geprüft. Der Lord Morton hat Versuche gemacht, hat eine Stute durch einen Zebrahengst decken lassen, bei dem dann durch, also nichts rausgekommen ist. Später, wo ein richtiger Pferdehengst diese Stute gedeckt hat, kam ein Fohlen raus, was ja auf dem Feld Züge bzw. Streifen eines Zebras gehabt hat. Also die Eigenschaften des ersten Männchens bzw. des ersten Partners aufweisen. А кобыла продолжает рожать и рожать и рожать от нормальных самцов лошадей жеребят с полосатостью, зебриной полосатостью. Ja, und die Stute gebärt dann weiter und weiter Fohlen von richtigen Pferdehengsten dann, und diese Fohlen haben dann auf den Seiten eben diese Streifen eines Zebras. В собаководстве, голубеводстве давно этот эффект известен. In der Hunde- und Taubenzüchtung ist dieses Effekt sehr lange bekannt. У человека то же самое. После первого негра у белой женщины, и он негр ушел, умер, она продолжает рожать черненьких. Bei Menschen ist es genauso bekannt, dass eine Frau, wenn sie, also eine weiße Frau, wenn sie mit einem Afrikaner zusammen war, der dann weg ist oder gestorben ist, kann sie auch ja, braunhäutige oder schwarze Kinder gebären. Вот поэтому, значит, этого нельзя делать. Надо учитывать этот аспект. Man soll nicht so weit kommen lassen, beziehungsweise diesen Aspekt berücksichtigen.